Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zu unserem Livestream Nummer 9 inzwischen schon. Und natürlich, Moment, die Richtung. Hi, David. Hi, schönen guten Abend. Das ist immer voll seltsam. Kamerabild ist ja eh irgendwie manchmal gespiegelt, manchmal nicht. Und wenn du dann nicht weißt, wo und wie und was und überhaupt, dann ist das immer so ein bisschen wow. Ja, sehr cool, dass ihr alle dabei seid. Und ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Und ihr seid gut in den November gekommen. Es ist krass, wie schnell die Zeit irgendwie schon wieder vergangen ist. Und ja, wenn du mal guckst, wann wir mit den Streams, weil ich gerade sagte, 9. Livestream, wann wir mit den Streams angefangen haben, wie lang das schon her ist und wie kurz einem das im Grunde genommen erst vorkommt, das ist krass. Da war noch schöneres Wetter das letzte Mal, das ist echt. Das stimmt. Ist so richtig kalt geworden, ey. Ja. Ja. Naja, lassen wir das Wetter Wetter sein. Kommen wir zum heutigen Thema. Die von euch, die schon länger dabei sind und so von den Kommentaren, was man so liest, freue ich mich erstmal wieder etliche Namen zu lesen, die man schon kennt und so. Das fühlt sich immer so, es ist immer so schön, wenn man so reinkommt und dann weiß so, da ist schon irgendwie Sinn. Ja, ist irgendwie so, ne? Die altbekannte Gruppe irgendwie. Das ist eine schöne Sache, freue ich mich immer. Und um gerade schon die erste Frage zu beantworten. Sir Brokerlot hat gefragt, ist der Intro-Song selbst kompiliert oder eingekauft? Der ist tatsächlich eingekauft. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Also ja, der ist eingekauft, aber wir kommen ja so langsam an den Punkt, wo wir tatsächlich mal selber Musik machen können. Und eine unserer Ideen, was wir so machen wollen, ist, dass wir von dem vielleicht mal ein Remake-Remix machen. Und das ist vielleicht so einer der Pläne für 2022. Ansonsten, das wäre cool. Ja. Ansonsten müssen wir aber noch ein Recording-Interface und dass man das Ganze in MP4 raushauen kann. Implementieren. Ja. Aber ja. Ansonsten, also Ideen gibt es noch massenweise, das ist nicht der Punkt. Und wir sind ja heute Mittwoch an einem anderen Wochentag, als sonst war ja bisher immer Donnerstag. Mhm. Ich freue mich auch gerade sehr über, hurra, endlich die nächste Folge der Vorabendserie. Puh, wir mussten lange warten, das stimmt. Es waren jetzt, glaube ich, 4 Wochen, die es gedauert hat. Und fange ich mal mit der schlechten Nachricht heute Abend an. Es wird bis zum nächsten Livestream leider wieder 4 Wochen dauern, weil wir es terminlich einfach nicht anders auf die Reihe bekommen. Der nächste Livestream wird am 1. Dezember sein. Das werden wir nachher am Ende auch nochmal sagen. Aber für alle, die sich jetzt schon mal notieren wollen, 1. Dezember ist dann Livestream Nummer 10. Könnt ihr ja so ist ein bisschen halt verknüpfen, wenn das erste Türchen auf ist und die Schokolade gegessen, dann kann man den Livestream nochmal angucken. Genau. Und du hattest, was ja eben im Vorfeld jetzt kann man ja hier auch, ja, okay, Gott, war das schlecht. So, jetzt war es wenigstens synchron. Genau. So halt. Wenn du das jetzt jedes Mal machst, wenn ich einen blöden Spruch bringe heute, dann. Dafür muss ich jedes Mal zu lange suchen, wo die richtige Taste ist, weil die sehen alle gleich aus und ich muss immer abzählen. Wir können das ja als Pattern nachher programmieren. Dann drückst du immer noch auf Play. Hey. Genau. Solange ich nicht irgendwelche ich sag ja, ich muss die Taste suchen. Genau. Okay. So. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Ja. Und zwar, also für die, die schon länger dabei sind, ihr wisst, dass wir hatten auch schon mal das ein oder andere mal ein anderes Thema im Livestream. Wir hatten mal ein Ask Me Anything. Wir hatten mal, ganz am Anfang hatten wir uns mal Deno angeguckt und so. Seit einer Weile haben wir so ein Projekt am Laufen, wo David und ich alle 2, 3, 4 Wochen sowas jeweils im Livestream eben dran weiterwerkeln. Und zwar machen wir Musik, beziehungsweise bisher haben wir nicht so viel Musik gemacht. Bisher haben wir hauptsächlich immer nur refactored und jede Folge angefangen mit, heute machen wir das letzte Refactoring und dann, wenn du das zum 5. Mal erzählst. Aber heute machen wir tatsächlich was Neues. Heute refactoren wir nicht, sondern wir bauen ein neues Feature ein. Und gerade du sagst jetzt wieder, heute machen wir wirklich das letzte Refactoring. Versprochen. Nein. Nein. Wir haben uns heute echt noch was anderes überlegt. Genau, wir haben, und also einfach, man sieht es hier ja so ein bisschen am Rande, hier steht ein Drumcomputer, das ist der, den man eben auch gehört hat. Ich habe hier auch noch ein
anderen Synthesizer stehen, der so lustige Basstöne von sich geben kann. Und da im Hintergrund sieht man auch noch einen. Und also die können wir halt ansteuern über MIDI. Und das machen wir aus TypeScript heraus mit Node.js. Für die, die sich interessieren, was das jeweils ist, das da hinten ist ein Roland System 8. Der Drumcomputer ist eine TR8, der Basscomputer ist ein TB3 und das Mischpult, über das das Ganze läuft, ist ein MX1. Alles aus dem Hause Roland. Alles aus der Aira-Serie. Das lässt sich so schön alles kombinieren. Und ja, also von daher, das ist das, was wir so machen. So, und jetzt langer Vorrede, kurzer Sinn. Jetzt machen wir das, was wir eigentlich heute mit euch machen wollen. Deswegen wechseln wir jetzt auch dann tatsächlich mal in den Editor. Und ja, erste wahnsinnsgroße Neuerung. Vielleicht fällt es der einen oder dem anderen auf. Nein, ich arbeite immer noch nicht mit Visual Studio Code. Da hat mich David noch nicht zu überreden können. Aber ich habe endlich ein Terminal im Editor integriert. Habe ich nämlich einen tollen Tipp bekommen, was da als Plugin für Atom gut geeignet ist, was da gut funktioniert. Es funktioniert tatsächlich gut. Und von daher ist das Ganze jetzt nicht mehr ganz so Blindflug immer. Und ihr seht ein bisschen mehr von dem, was ich da mache. Tatsächlich ist der Witz an der Sache heute allerdings, dass ich wahrscheinlich gar nicht so viel machen werde. Weil wir waren ja beim letzten Mal so weit gekommen, dass wir einen Song haben, also oder so die Anfänge, die ganz zarten Anfänge eines Songs, nämlich den berühmt-berüchtigten David Golo-Song. Und um den abzuspielen, das sowieso, ja, der wird nur noch besser. Ja. Und um den abzuspielen, braucht man eine Reihe von Synthesizern. Das sind ja hier im Moment Hardware-Synthesizer, die eben hier entsprechend an dem MX1, an dem Mischpult, das ist gleichzeitig das Audio-Interface, und noch ein MIDI-Interface, die da entsprechend angeschlossen sind, an verschiedenen Ports, auf verschiedenen Kanälen laufend. Und das Ganze kann man starten. Das mache ich auch einmal. Das Ganze dauert immer am Anfang so ein paar Sekunden, bis das MIDI-Interface initialisiert ist. Und dann läuft das Ganze aber los. Yeah. How much is the fish? Ich hätte, das habe ich jetzt nicht angeschlossen, aber ich hätte tatsächlich auch noch so einen so ein Effektgerät für die Voice, so ein Voice Transformer, wo man tatsächlich diesen Megafon-Effekt auch noch mit hinbekommen könnte. Oh, das wäre cool. Das müsste ich hier mal in das Setup mit entsprechend integrieren. Und der steht irgendwo da hinten. Genau. Ansonsten, weil du gerade mir nebenher geschrieben hast, dass das Ganze ein bisschen leise ist, ich lasse es gerade noch mal laufen und mache es nebenher mal kurz ein bisschen lauter. Und das knallt noch nicht genug. Oh ja, jetzt. Besser? Okay. Ja, falls es den Zuschauenden zu laut ist, habt ihr einfach zu schwache Ohren. Nee, dann schreibt ruhig rein. Schreib's für mich ist es jetzt okay, weil es ungefähr ein bisschen lauter ist, als Golo spricht. Falls es euch zu laut ist, dann sagt nochmal, dann können wir es nochmal runterdrehen. Genau. Badumts. Und übrigens, wenn ich von Hand drauf tippe, ich habe keine Anschlagdynamik an der TR8, dann ist eine Standardlautstärke und die ist nicht ganz so laut wie das, was wir über den Rechner schicken. Egal. Na gut. So. Langer Vorrede, kurzer Sinn. Jetzt fangen wir endlich mal mit dem an, was wir heute eigentlich machen wollen. Wir haben uns im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht und ich habe vorhin gemeint, oh, vielleicht sind wir ja auch nach einer Stunde fertig, aber wenn wir natürlich erstmal eine Viertelstunde quatschen, dann natürlich nicht. Also, wir haben unseren Song. Wir haben hier eine Reihe von lokal angeschlossenen Synthesizern. Dann wird unser Song initialisiert. Da reichen wir diese Synthesizer rein, damit der Song weiß, auf welchen Geräten er sich sozusagen wiedergeben soll. Und wir starten den Song, beziehungsweise wenn wir den Hauptprozess abschließen mit Steuerung C, dann wird der Song vorher halt noch gestoppt, um sowas wie hängende Noten zu vermeiden. So, das ist so die Haupteinstiegsdatei. Ja. Und der größte Nachteil aktuell ist, dass das Ganze halt ausschließlich bei mir auf dem Rechner lauffähig ist, weil du halt genau dieses Setup brauchst mit genau diesen Geräten,
die an genau diesen Ports auf genau diesen Kanälen hängen. Und das macht das Ganze relativ unflexibel. Und das letzte Mal, da hatten wir ja auch wieder refactored. Das letzte Mal waren wir ja an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, naja, also diese Synthesizer, die da über MIDI angesteuert werden, ja, das ist hier lokal, aber es wäre ja durchaus denkbar, das Ganze auch remote übers Netzwerk, übers Internet anzusteuern. Und das haben wir das letzte Mal irgendwie in den letzten 20 Minuten noch so quick and dirty reingehackt. Und das hat dann auch so halbwegs funktioniert. Da gab es so, ja, also man hat was gehört. Ja, das war, ja, sagen wir, das war mal das Positive. Ja. Und das haben wir dann aber, weil das halt wirklich nur quick and dirty war, das haben wir halt dann direkt auch wieder rausgeworfen. Und das ist das, was wir heute Abend in vernünftig bauen wollen. Das heißt, dass auch David die Möglichkeit hat, das Ganze bei sich laufen zu lassen, dass er die Möglichkeit hat, an unserem Song zu arbeiten, weil auch an dem Song soll ja irgendwann mal was passieren über diese paar Takte da hinaus. Und dass das Ganze eben bei mir läuft, aber dass das Ganze halt übers Internet sozusagen steuerbar ist. So. Mhm. Und dafür brauchen wir zwei Teile. Wir brauchen zum einen einen Server, der sozusagen die Fähigkeiten der Synthesizer für die Weltöffentlichkeit sozusagen, also für dich, haha. Hey, du bist die Weltöffentlichkeit. Ja. Ja. Der wichtigste Teil davon. Zur Verfügung stellt. Und zum Zweiten natürlich einen passenden Client. Und da haben wir uns überlegt, also so ein bisschen haben wir im Vorfeld überlegt, wie man das Ganze aufziehen könnte. Im Prinzip wollen wir hingehen und wollen sagen, man kann in diesen David Golo-Song, wo hier Synthesizer reingereicht werden sollen, man sieht es in dem Tooltip, was erwartet wird, ist eine TA-8, eine TB3 in System 8 vom Typ Synthesizer. Man sieht aber hier oben, das sind Local Synthesizer. Und das impliziert ja, es gibt auch noch andere Synthesizer. Und das ist genau die Idee, dass man eben statt eines Local Synthesizers, der halt hier eine bestimmte MIDI-Verbindung hat, dass man auch einen Remote Synthesizer reingeben kann, der auf irgendeiner URL ansprechbar ist. Das heißt, das, was nachher bei David läuft auf dem System, ist also hier unser Song. Der wird dort auch gestartet, gestoppt und alles. Nur, dass wir halt diese AppTS quasi so umbauen müssen, dass hier eben ein Remote-Synthesizer drinsteht mit einer entsprechenden URL. Und auf meiner Seite brauchen wir einen Server, der sozusagen für diese entsprechenden Instrumente hier eine Internetverbindung oder einen Port aufmacht, der das Ganze über HTTP anbietet. Wir haben im Vorfeld jetzt auch länger überlegt, ob wir HTTP nehmen wollen oder RAW-TCP oder UDP oder whatever. Sind dann am Ende des Tages wieder zur HTTP gekommen, weil wir gesagt haben, das nimmt dir so am meisten Arbeit ab und das ist erstmal gut genug. Also wahrscheinlich wäre UDP geschickter für das Ganze, aber HTTP macht es erstmal einfacher. Damit haben wir mehr Erfahrung und insofern haben wir gesagt, fangen wir damit mal an. Mhm. So, und ich glaube, also vom Vorgehen heute, wir werden also als erstes den Server bauen, das werden wir bei mir auf dem System machen. Das würde ich vorschlagen, dass wir das erstmal so als Durchstich relativ quick and dirty machen nochmal, um mal zu sehen, okay, es funktioniert und dass wir dann von bei dir den Client bauen und danach anfangen, das Ganze zu refactoren. Das ist dann das Thema für die nächsten 6 Monate oder so. Genau, ja. Jo. So, und da haben wir uns im Prinzip Folgendes überlegt. Ich mache jetzt mal eine neue Datei und nenne sie Server.ts. Und was wir uns in dieser Server-TS überlegt haben, ist, dass wir dort natürlich diese Local Synthesizer auch brauchen. Also das kann ich einfach mal direkt so übernehmen, weil das, die müssen ja bekannt sein, sozusagen. So, die App-TS können wir dann zumachen. Und was wir jetzt hier machen wollen, ist, dass wir einen HTTP-Server starten. Das heißt, wir haben einen Import HTTP from HTTP und sagen da unten irgendwo HTTP Create Server. Server ist gleich Server listen 3000. Du machst das auch so nachts, ne? Wenn du schläfst, dann stehst du auf und programmierst einfach mal eben kurz einen HTTP-Server in Node.js runter. Also so schaut das, ich bin immer wieder beeindruckt, wie schnell du das runterschreibst. Ey, das ist aber auch so ziemlich das Einzige, was ich in dem Tempo so runter. Aber das ist ja auch das ist ja wirklich das Standard-Hallo-Welt-Beispiel in Node. Und das hast du halt echt schnell runtergetrommelt, wollte ich gerade schreiben. Runtergetippt, meine Güte. So. Trommeln war aber voll im Sinne von unserem Thema heute. Das stimmt, ja. Gerade noch ein paar Nachzügler begrüßen. Jawohl. Hi Daniel,
Hi Onur und freut mich, dich zu sehen, Onur. Also Daniel, dich natürlich auch. Aber Onur, wir zwei hatten gestern uns in einem anderen Livestream getroffen, wo Onur mich hineingeladen hatte und das war sehr schön. Und von daher freue ich mich sehr, dass du heute umgekehrt bei uns bist. Also cool. Hallihallo. So, und wie immer einmal noch ganz kurz der Hinweis, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt einfach in den Chat. Wir versuchen en passant darauf einzugehen und das Ganze entsprechend dann einfließen zu lassen. Mhm. So. Jetzt aber. Okay, wir haben den HTTP-Server und jetzt hat man da ja normalerweise diesen Callback. Callback wollen wir jetzt an der Stelle nicht direkt reingeben, sondern das ist so das bisschen, was wir uns im Vorfeld überlegt haben. Wir machen eine Express-Anwendung und das heißt, wir brauchen Express. Übrigens nicht wundern, dass ich das jetzt hier alles in eine einzige Datei reinklatsche. Das ziehen wir nachher alles sauber auseinander. Das ist nur, ich sagte ja eben so, Durchstich, mal runterskribbeln, dass das Ganze irgendwie funktioniert. Das ist einfach sehr viel einfacher, das einmal so zu machen und das nachher entsprechend aufzuräumen sozusagen. So, Express ist noch nicht da. Das müssen wir noch installieren. Das heißt, wir sagen einmal npm install express und wir brauchen die Typen für Express. Und wenn wir schon dabei sind, wir brauchen auch den Body Parser. Und Cores brauchen wir nicht, weil das ist Server zu Server. Und Body Parser, bevor ich dich jetzt wieder installiere und ich wieder von irgendjemandem den Hinweis bekomme, aber Body Parser ist doch inzwischen in Express integriert. Ja, Body Parser ist inzwischen wieder in Express integriert. Von daher Premiere heute Abend. Ich werde das Ganze direkt aus Express holen. Das war übrigens lustig, wenn man bei Node schon lang genug dabei ist. Früher war das mal so, dass Express einen ganzen Haufen an Middleware mitgebracht hat. Mhm, stimmt. Irgendwann haben sie das rausgenommen und du musstest ja jeden Blödsinn von Hand nachinstallieren. Ja, und der Effekt ist jetzt, dass sie festgestellt haben, jeder installiert sich den Body Parser nach. Dann könnten wir den ja auch in Express wieder einbauen. Genauso wie die Static Middleware und solche Sachen. Und das ist halt irgendwie so, naja, Geschichte wiederholt sich. Das war doch die Zeit von Micro-Repos, wo es damals losging, wo mit Leftpad und so, wo jede einzelne Funktion bald ein eigenes NPM-Repository war. Ja. Ganz schlimm. Ja, das stimmt. So, und das heißt, okay, Express, das heißt, wir brauchen noch einen Body-Parser, wollte ich gerade importieren. Brauchst du nicht. Ja. Echt? Brauche ich den nicht? Ist der jetzt der ist in Express seit neuestem ist der integriert, habe ich aus verlässlicher Quelle erfahren. War das aber cool. Das wusste ich noch gar nicht. Ja, siehst du mal, was ich für News mitbringe. Schon wieder was gelernt, ja. Zum Glück bin ich dabei. Okay, jetzt haben wir uns überlegt, dass wir für jeden Synthesizer eine eigene Route haben. Eine eigene Route haben, beziehungsweise eine eigene Unter-Express-App. Also wir haben jetzt ja quasi eine auf oberster Ebene und dass wir jetzt, ich fange mal mit einer an, also ich kommentiere die beiden mal kurz aus. Das heißt, wir haben die TR8-API und das ist auch eine Express-App und wir sagen in unserer, tippen kann ich heute auch nicht, in unserer API hängen wir auf die Route TR8, hängen wir die TR8-API. So, und jetzt können wir nämlich hingehen und können auf der TR8-API Routen definieren. Und vielleicht die zwei wichtigsten Routen, die wir brauchen, ist zunächst mal die, dass wir überhaupt einen Ton mal hören können. Das ist die Play-Note-Route und die Route Stop, die einfach quasi alles beendet. Mhm. Und weil die Stop-Route noch einfacher ist als die Play-Note-Route, weil die keinerlei Parameter hat, fange ich mit der mal an. Es ist ja eigentlich ein Post an der Stelle für meinen Geschmack, weil es ist kein Get, es ist ja keine Abfrage, sondern man schickt ja hin, mach was, tu was. Ich würde es als Post implementieren. Du auch? Ja, ich glaube schon. Weil es ist ja im Prinzip wie ein es ist schwierig, ne? Weil eigentlich Post ja so im Restful-Sinne eher so, ich füge was hinzu. Wobei es stimmt, eigentlich füge ich eine Note hinzu, dass die dann halt gleich wieder verschwindet, ist ja egal. Also von dem her Post finde ich gut. Okay. Das heißt, wir haben einen Post mit einem Request, einem Response. So. Und das Ding macht auf der TR8 ein Stop. Und wir geben was zurück. Das ist jetzt bei Musik so ein bisschen die Frage, was willst du denn groß zurückgeben? Weil
wenn es nicht funktioniert hat, der Song soll ja weiterlaufen zum Beispiel. Also wenn du jetzt Noten abspielst und das hat nicht funktioniert, irgendwie das Kommando zu schicken, eine bestimmte Note abzuspielen. Es macht keinen Sinn, das zu retryen, weil dann kommt die Note an der falschen Stelle. Also wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ignorierst du halt den Fehler in der Hoffnung, dass der Rest von deinem Song irgendwie vernünftig weiterläuft. Insofern würde ich an der Stelle sagen, bei jeglicher, also erstens, wir geben den Statuscode direkt als allererstes zurück. Völlig egal, was da drin passiert. Zwar Brokerlot schlägt gerade vor, den Statuscode 204. Was ist denn 204? Empty Response meine ich, oder? No Content, ja. Okay, das heißt, wir sagen Reststatus 204 und machen die Verbindung zu und sagen dann, jetzt bitte Ruhe. So, das ist Punkt Nummer 1. Und wir brauchen eine zweite API. Post Play. Nicht eine zweite API, eine zweite Route. Das heißt Play Note, glaube ich. Jetzt muss ich einmal gucken im Lib-Ordner. MIDI. Also ich glaube, ja, Play Note. Ja, Play Note. Und die kriegt ein Note-Value, eine Velocity und eine Length. Weil ich das Wort lese, mir hat letztens jemand ein sehr amüsantes Video auf YouTube geschickt. Ein lustiger Kanal, die lauter so Videos haben, wie spricht man denn XYZ aus und es wird halt immer falsch ausgesprochen und das war der Synthesizer. Synthesizer. Ja. Okay, Note Value, Velocity und Length. Das heißt, Play Note, Request Response, Void und wir müssen die Dinger hier aus dem Body auslesen und auch da, ich ignoriere jetzt mal für den Augenblick jegliche Fehlerbehandlung. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass David nachher keinen Blödsinn schickt. Wahrscheinlich ist genau das das Erste, was wir nachher bereuen werden. Und, so, dann rufen wir TR8 Play Note auf und sagen, wir geben Note Value Velocity und Length ein. So, das könnte es ja in einer hässlichen Form erstmal eigentlich gewesen sein. Das heißt, wenn ich jetzt diese Server-TS starte und dir eine Verbindung aufmache von außen, dann solltest du da ja theoretisch drauf zugreifen können. Theoretisch. Warte mal, ich bin also gerade noch am Chasen aufmachen. Was muss ich da überschicken? Node-Value? Node-Value, Velocity und Length. Und Node Value ist was für ein Wert? Oh Gott, es ist schon wieder ein Monat her. Ich habe schon wieder vergessen, was das alles ist. Frag mich doch was Einfacheres. Velocity. Der Node Value, also sein MIDI Value. Jetzt müsste man wissen: Music, Instruments, die TR8. Nehmen wir mal ganz langweilig die Bass Drum. Ist ein C2. Schick mal eine 24. Ach, das ist ein Number. Okay, ich schicke eine 24, Velocity. Also, wie ich jetzt gerade auf 24 komme, also für die, die sich, also eine Klaviatur, also eine Oktave hat ja 12 Halbtöne, beziehungsweise von C zum C, immer ein Oktavsprung sind 12 Halbtöne. Und der MIDI-Standard sieht einfach vor, die Tasten einfach durchzunummerieren. Das heißt, das allertiefste C, das C0, ist die 0. Das heißt, ein C1 wäre die 12 und ein C2 wäre dementsprechend die 24. Ohne Gewehr. Ich meine, das wäre so. Es kann auch sein, dass die, dass es bei MIDI mit einem C-1 losgeht. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Es könnte von daher auch eine 36 sein, aber das werden wir hören. Das werden wir sehen, ob da irgendwas passiert. Velocity 127. Das ist einfach mit möglichst viel Wumms. Und Length ist, was erwartet Play Note? Eine Number. Das ist vermutlich die Anzahl der Millisekunden, was jetzt bei sowas wie einem Drumschlag relativ egal ist, weil, keine Ahnung, einfach mal 500 Millisekunden. Wird wohl. Okidok. So, das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn im Hintergrund ich dir jetzt auch einen Tunnel aufmache auf mein System. Und da hatten wir das letzte Mal das Problem, wir haben das letzte Mal über ngrok gemacht. Und ngrok hat, also eigentlich hat es gut, also theoretisch hat es funktioniert. ngrok limitiert aber die Anzahl der Verbindungen auf 20 pro Minute. Und das ist natürlich, wenn man jetzt für jede einzelne Note
eine eigene Verbindung aufmacht. Das ist vielleicht auch nicht das effizienteste Vorgehen, zugegebenermaßen. Ja. Aber da ist das vielleicht ein bisschen wenig. Und deswegen haben wir mal geguckt nach Alternativen und haben eins gefunden, das heißt Local Tunnel. Und das starte ich jetzt im Hintergrund. Das zeige ich nicht, weil dabei eine URL rauskommt, über die man jetzt auf mein System zugreifen kann. Und das möchte ich aus naheliegenden Gründen vielleicht privat halten. So, und da muss ich jetzt auf /play-node. Ich hoffe, das geht überhaupt. /tr8/play-node. Willst du vielleicht noch, ich schicke einfach mal ab. Mal gucken, was passiert. Cannot post play node. Schade. 404 not found. Magst du mal ein Console-Log machen? Auf das Listening auch und so, ob du wirklich zuhörst. Oder vielleicht mal auf, ich mach mal, ach so. Mach doch mal, bau mal noch einen Get-Request ein, einen stinknormalen auf Slash, um zu prüfen, ob ich überhaupt bei dir ankomme. Auf der Top-Level-Route. Genau. Weil ich auch bei einem, jetzt gerade beim Slash ein 404 kriege. Jo, sollte. Ich bekomme einfach gar keine Antwort. Okay. Warte mal, ich kann ja mal gerade versuchen, von meinem System selber einen Curl auf mich selber zu machen. Ja, da passiert irgendwie nicht so viel. Ah, Moment. Ah, ja, ich sollte hier auch ein Response End machen. Das habe ich vergessen. Ah. Das erklärt, warum keine Antwort kommt. Und wenn ich das dann jetzt aufrufe, ja, es hat geklappt. Holla, David. Okay. Das heißt, die Verbindung steht. DJ Technostyler hat übrigens gerade geschrieben, kann man bei ngrok aber auch mit einer VPN-Verbindung umgehen? Dann sieht das für die aus, als wäre es nur eine. Ja, da hast du absolut recht. Der Punkt, das entscheidende Wörtchen hier ist, kann man. Du brauchst jemanden, der es kann. Und wir haben eben eine Viertelstunde vorher, war vielleicht zugegebenermaßen ein bisschen spät, wir haben eine Viertelstunde vorher angefangen, uns zu überlegen, wie kriegen wir das denn hin? Und weil wir bis Viertelstunde vorher überhaupt nicht wussten, was wir heute eigentlich, also von all den Sachen, die wir machen wollen, was wir als nächstes angehen wollen. Und das war uns dann ein bisschen zu heikel in der Kürze der Zeit. Aber ja, prinzipiell wäre das wahrscheinlich eine gute Idee, das so zu machen. Mhm. Okay, das heißt, du... Bei Playnode bekomme ich halt jetzt immer noch einen 404er. Okay, dann lass mal gucken. Also ich probiere es gerade mal selber. Ach, Entschuldigung. Oh, ich bin blöd. Das ist ja unter /tr8/playnode/send. Okay, auch ein 404. Ah, nee, ich habe es immer noch falsch geschrieben. Oh, das wäre besser, wenn wir jetzt einen Screenshare hätten. Jetzt aber. Ah! 204 No Content. Wir haben noch nichts gehört. Ich wollte auch gerade sagen, also gehört habe ich nichts. Aber gespielt habe ich. Das hat geklappt. Okay. Ja, dann warte. Dann schmeiße ich diese Route gerade mal wieder raus. Mhm. Und wir machen das Play Note. Ich mache mal hier ein Konsole-Log rein. Ja. Wir gucken mal, was da ankommt als das und das und das. Und ich mache auch mal hier noch einen Konsole-Log. Einfach nur, um zu sehen, dass wir da ankommen. Falls ihr euch jetzt wundert, warum Konsole-Log rot unterklingelt ist, das ist unser Linter, weil Konsole-Befehle in der Regel eine blöde Idee sind. Ja, das kommt alles an, so wie ich das schicke. Guck mal. Okay, dann ist es... Dann fehlt irgendwie eine Initialisierung eventuell. Weil der braucht doch beim Starten in der App.ts. Also wir haben hier die Synthesizer. Schau, wir gehen in den David Golos-Song rein. Und da drin wir extenden Song. Und da drin wir schicken am Anfang ein this stop und awaiten das. Und es kann,
Wobei das eigentlich komisch wäre. Soll ich mal einen Stop schicken? Vielleicht hilft das ja. Stimmt, ich muss es dafür nur vorher nochmal starten. Ja. Mhm. Ja, schick mal einen Stop. Sekunde, ich muss es erst vorbereiten. Play Note, Stop Note, Share 8. Wir haben es genannt, Stop einfach, ne? Ja. Da hätten wir vielleicht auch loggen können, aber okay. Cannot get. Ist ein Post. Ah ja, daran liegt es wahrscheinlich. Okay, 204. Und dann spiele ich jetzt nochmal eine Note. Und ich schicke nochmal einen Stop. Ich starte den Server gerade nochmal neu. Ich habe jetzt in das Stop auch mal kurz noch Loggen eingebaut. Mhm, das wird das auch nochmal sehen. Sir Brokerlot fragt, ist der Synthesizer an? Ja, ist er. Also das ist das, was passieren sollte. Muss ich nebenher selber gucken. Das ist sehr verrückt. Ich hätte jetzt erwartet, das geht auf Anhieb. Da waren wir das letzte Mal beim Quick and Dirty total übermüdet nach wie viel 3,5 Stunden Livestream haben wir es hingekriegt. Und jetzt in aller Frische nicht. Das ist schon ein bisschen traurig. BPM ist übrigens 107, ach so, 137 hilft ja nichts. Loop Last Bar, okay, okay. Synthesizer, Song, pipapo. Aber also an sich passiert da ja irgendwo auch nichts anderes als ein Play Note mit dem Note Value, mit der Velocity und der Length. Die Length ist 100 standardmäßig vielleicht. Aber das sollte ja eigentlich egal sein. Ah, ich bin doof. Ich weiß warum. Ich habe doch eben noch gesagt, ich weiß nicht, ob es an C2, ob das die 24 ist oder ob MIDI bei C-1 anfängt zu zählen. Mach mal eine 36 statt der 24. Jawohl, wird übermittelt. Ah, guck mal. Da war's. Juhu. Das heißt, du machst jetzt gerade über Curl lustige Musik. Insomnia, aber ja. Und ich habe den Livestream gekapert, ich höre nicht mehr auf. Wenn du jetzt, warte mal, jetzt können wir kreieren. Yes. Das ist immer so süß eigentlich, ne? Man freut sich sowieso kleine Kinder, dass, ja, wir haben einen Ton. Ich meine, das ist total unspektakulär eigentlich, aber man hört was. Mein Vater erzählt mir immer wieder die Story, wie er, der war, also ist auch Informatiker, kommt aber aus der Elektronik-Ecke und hat bastelt ohne Ende. Und der ist wohl mal, er hat irgendwie was gebastelt, frag mich nicht mehr. Und es hat ein Lichtchen geleuchtet. Und er hat sich gefreut wie ein Stier. Das Lichtchen leuchtet, es leuchtet. Und meine Mutter hat die Welt nicht verstanden. Und ich fühle mich gerade genauso. So, wow, wir haben einen Ton. Und wenn jetzt jemand guckt, so, ja, wow. Und schick mal gerade bitte die Note 46 statt 36. Das mache ich auch sehr gerne. Eine Sekunde und ab dafür. Oh. Ja, da war die Hi-Hat. Das heißt, wenn du das jetzt abwechselnd schickst, dann haben wir den üblichen anspruchsvollen. Ja, jetzt kommt nichts mehr. 36. Ah, es war 34. Ah, doch. Gut, es ist. Es ist halt sehr langsam, aber ja, prinzipiell. Es tut. Okay. Okay, also. Yay. Konzept. Okay. Jetzt können wir es refactoren. Genau, und genau, das machen wir auch. Und danach gehen wir hin und machen das Gleiche für die anderen Synthesizer. Synthesizer. Und oh, wir freuen uns, wenn ihr euch freut. Das ist aber süß. Ja, danke. Echt. Übrigens, aber eine Sache, um nochmal gerade kurz zum Ernst der Lage zurückzukommen. Eine Sache möchte ich nochmal anmerken. Was mir aufgefallen ist, was mir nach dem letzten Livestream durch den Kopf ging. Ja. Weil man sich ja dann so denkt, so, wow, also auch mit dem ganzen vielen Refactoren und so, boah, das hat sich aber schon ganz schön gezogen. Das hat ja schon ganz schön gedauert und nochmal refactored und nochmal refactored. Und ja, es hat ja irgendwie jetzt schon sich, das Projekt zieht sich ja jetzt schon über Monate hin. Hm. Jetzt darf man ja aber nicht vergessen, wir machen das ja nur alle paar Wochen mal für 2-3 Stunden ungefähr. Wenn man das mal zusammenrechnet, kommst du insgesamt so auf 20, 22, 24 Stunden, also so 2,5 bis 3 Arbeitstage. Mhm. Okay, mal 2 Leute. Ja, also sagen wir mal, eine Personenwoche ist dabei jetzt draufgegangen. Wenn man sich jetzt überlegt, man würde das Ganze jetzt live quasi vor Ort im Unternehmen machen und gemeinsam da dran sitzen, das ist das Ergebnis, was man nach 2 bis 3 Tagen hätte. Und da, finde ich, ist dieses ganze Refactoren
eigentlich ein ziemlich gutes Ergebnis für eine verhältnismäßig kurze Zeit. Das wirkt nur so unglaublich lange, weil sich das halt so über Wochen und Monate quasi hinzieht. Genau. Aber das ist mir da so bewusst geworden, das fand ich enorm wichtig. Und was Julian gerade schreibt, ist Gold wert. Auf jeden Fall. Refactoring gehört mit zur Entwicklung definitiv. Das ist, ich freue mich immer, wenn ich jemanden sehe oder treffe oder lese in dem Fall, die oder der das so sieht. Ist ja leider nicht selbstverständlich, aber ja. Habe ich erst neulich, war es der Cheapaw Hill, falls ihr den kennt, oder ach, irgendeiner von diesen Agile-Dudes, der gepostet hat, Refactoring does not belong in the backlog. Mhm. Und das sehe ich auch so. Mhm. Ja. So, und jetzt könnten wir ja eigentlich hingehen und dieses ganze Express-API-Gedöns erzeugen. Das könnten wir ja eigentlich in eine Funktion auslagern. Das heißt, ich hätte eigentlich nachher gerne sowas wie, also den Server würde ich, glaube ich, gerne selber bestimmen. Das fände ich blöd, wenn die Funktion das machen würde, weil ich die Freiheit haben möchte, das zum Beispiel an HTTP oder an HTTPS oder so dran hängen zu wollen. Ja. Und insofern hätte ich gerne, glaube ich, eine Funktion, die mir so eine API zurückliefert. Also sowas wie, ich nenne es mal GetAPI. Ist es nicht so ein, soll man es nicht, also was ich mir gerade gedacht habe, so ein, eigentlich ist es ja ein Express-Synthesizer, oder? Nee, es ist kein Synthesizer, das stimmt nicht, aber so eine Art. Es ist ein Synthesizer. Express-Synthesizer. Ja. Aber was ja immer gleich bleibt, ist, dass du irgendeinen Local Synthesizer reinsteckst und dann halt diese Routen, Play Note, Stop und so weiter, für diesen Synthesizer bekommst. Ja. Und das könnte man ja generifizieren. Oh Gott, ist das ein Wort? Synthesizer? Okay, ich höre jetzt mit dem Blödsinn auf. Eine Get Synthesizers API, eventuell, weil wäre ja sinnvoll, wenn man mehrere reinstecken kann. Das heißt, wir hätten hier quasi eine Synthesizers-Route und nicht eine Route, ein Parameter und Synthesizers ist ein, und das sind eigentlich Local Synthesizer. Das macht keinen allzu großen Sinn, das wiederum mit einem Remote Synthesizer zu machen. Also das willst du jetzt ja nicht chainen. Weiß ja nicht, proxyen über 6, 7 verschiedene Computer, damit es nicht nachvollziehbar ist, woher. Ja, okay. Aber prinzipiell hast du schon recht. Also das heißt, wir holen uns Local Synthesizer und und Synthesizer da raus. Wir bekommen eine Express-Applikation zurück und wir definieren diese Express-Applikation hier und die returnen wir am Ende. So. Und ganze Krimskrams, das kommt da noch rein. Das heißt, hier hätten wir dann const API ist gleich get synthesizers API. Und synthesizers ist ein Array und da übergeben wir diese. Das einzige Problem, das wir so haben mit dieser Schreibweise. Das sollte kein Array sein, es sollte ein Objekt sein. Genau, dass wir sonst den Namen nicht haben. Das heißt, im Prinzip so. Das heißt, das wird zum Record statt zum Array. Ja, musst genau. Du das heißt, halbwegs anpassen. Wir haben hier einen Record von String nach Synthesizer. Und dann, also jetzt, klar, hier muss noch ein Komma jeweils hin und hier muss das Semikolon weg. Und da muss noch ein Semikolon ergänzt werden. Und Martin hat gerade noch geschrieben bezüglich wegen der Zeitdauer, die wir gebraucht haben, und die Zuschauer lenken euch nur ab. Ja, genau. Das ist ganz schlimm. Genau, geht mal alle weg. Wir wollen hier alleine Livestream machen. Das machen wir nur für uns. Nein, also ich muss auch dazu sagen, ich freue mich immer, wenn Fragen kommen. Ich freue mich, wenn Anmerkungen kommen. Und also das ist ja auch das, was ich am Anfang sagte. Man freut sich irgendwie in so eine Gruppe von Leuten, die man irgendwie kennt, in Anführungszeichen, auch wenn man sich nur virtuell kennt, aber man, ja, es hat doch so ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl, das finde ich eine sehr schöne Sache. Ich finde auch, das macht am allermeisten Spaß, eigentlich auch die Interaktion mit euch, das ist irgendwie das, was das auch auflockert an der Stelle. Ja, ja.
Genau. Und also auch Anmerkungen und auch so, wenn ihr dann mit überlegt und irgendwie Ideen habt und das ist cool. Und also das ohne das wäre es nur der halbe Spaß. Und es geht ja nicht darum, einen Geschwindigkeitswettbewerb zu gewinnen. Insofern macht bitte weiter so. Ja. So, wir haben unsere API und jetzt könnten wir ja im Prinzip einfach über unser Synthesizer-Objekt drüber loopen. Ja. Ach, da würde ich jetzt wieder mit Vorschleife, ne? Ja. Und da würde ich jetzt hingehen und sagen, wir haben also einen Synthesizer-Namen oder einfach nur ein Name oder wie soll man das nennen? So, ja, Name. Und einen Synthesizer. Das ist die For-Off-Schleife of Object Entries von Synthesizers. So. Und dann gehen wir hin und erzeugen eine. Ja, genau, jetzt können wir ja einfach hingehen und hier sagen, wir machen an der API, machen wir ein. Ne, wir müssen erstmal eine neue API erzeugen. Also eine Synthesizer-API quasi. Mhm. Das ist also eine neue API und die wird in die API, in die übergeordnete API, unter slash Name eingeklinkt. So. Mhm. Ja, unter der Voraussetzung, der Name ist alphanumerisch und da ist jetzt keine Sonderzeichen und irgendwie so ein Käse drin. Da das ja hier aber die Keys sind, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass niemand hier hingeht und sowas reingibt. Also das wäre ja irgendwo. Übung für zu Hause, das könnte man ja auch validieren. Aber zum Beispiel oder halt eine Camel-Casen und alle Sonderzeichen raus, also quasi so ein Slug erzeugen oder so. Das, ja. So, dieses API-Use haben wir dann und dieses Erzeugen haben wir dann. Und jetzt müssen wir dazwischen, weil du eben gemeint hast, so ein bisschen in Anführungszeichen genervt. Golo macht das wieder mit einer Vorschleife. Wie hat's es gemacht? Ich hätte Object Entries Reduce, ne? Klassiker. Also eine Reduce-Funktion an der Stelle. Das ist sehr lustig, weil, also ich bin ja immer kein Freund der Reduce-Funktion. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich gestern in einem anderen Livestream als Zuschauer mit dabei war. Und ausgerechnet, ich habe gestern Abend vorgeschlagen, statt einer Vorschleife, man könnte das ja mit einem Reduce machen. Ah, siehst du mal. Ich habe dann aber auch geschrieben, nee, lass mal bei der Vorschleife bleiben. Das ist das in Anführungszeichen viel dümmere Konstrukt. Das erfordert weniger Mental Mapping. Na gut. Und ich finde, also Reduce ist eine tolle Sache, aber ich finde, der Lesbarkeit ist es oft nicht besonders zuträglich. Aber das ist wahrscheinlich auch mäßig mächtig. Aber ja, das stimmt schon. Reduce ist ein bisschen schwierig manchmal. So, und das ist natürlich jetzt hier nicht das da, sondern das ist Synthesizer. Stopp. Respektive, ich glaube, hier hätte ich sogar mit For Each gearbeitet, weil es eigentlich Seiteneffekte sind, die passieren. Also gar nicht mit Reduce. Aber dann kannst du ja tatsächlich gleich die For-Off-Schleife nehmen, weil ich finde halt eine klassische Vorschleife, auch wenn es jetzt, also okay, es ist keine klassische Vorschleife, weil es die For-Off-Schleife ist, aber da kannst du halt mit den normalen Sprachkonstrukten wie Break und Continue arbeiten, wohingegen For Each ist ja so ein künstlich an Array dran geklatschtes etwas. Das stimmt, die Original-Reducers sind in JavaScript nicht ganz vollständig. Ist ja gut, wir können das gern so machen. Das war auch nicht genervt, das war eher weiß. Liebevoll. So, der Synthesizer. Ja, und damit haben wir unsere Get-Synthesizers-API-Funktion und die ziehen wir jetzt noch raus in eine eigenständige Datei. Ich bereite hier schon mal ein Playnote von der, wie heißt das andere, TB3 vor. Yep. Wo stecken wir das denn hin? Machen wir einen Network-Ordner oder einen HTTP-Ordner oder wie wollen wir das nennen? Ich würde es HTTP nennen. Für jetzt. Okay. Und dann machen wir da drin eine Get Synthesizers API TS. Und da pasten wir das Ganze und machen einen Export von dem Ding. So. Ich muss nochmal kurz checken, was bei der TB3 Sinn macht zu spielen. Ach, wir hatten noch nie eine. Haben wir in unserem Song haben wir noch nicht einmal die TB3 verwendet, oder? Auch.
das ist ja diese Basslinie, die im Hintergrund dieses Hier ist es. Ja, ja. Create Notes. Ah ja, okay. Ja, ja, ich sehe es schon. Note A, ne? Okay, get Note Value, Note A, 2. Oh, das ist schwierig. Sir Brokelat hat gerade noch geschrieben, ich verabschiede mich mal ins Stadion. Viel Spaß noch. Dankeschön, auch wenn es nur kurz war, aber es war schön, dass du da warst. Und je nachdem, was für klingt Stadion, klingt nach Sport, was ist. Okay. Vermutlich spielt heute, glaube ich, Bayern sogar. Hat keinen USB-Anschluss, kenne ich mich nicht mit aus. Keine Ahnung. Schade eigentlich. Also auf jeden Fall dir auch viel Spaß und schön, dass du da warst. Und vielleicht sieht man sich ja später nochmal. Das wollte ich eigentlich sagen. So, blöde Frage. Gibt es keine. Wie haben wir das denn bisher gemacht, wenn wir von außerhalb von dem Blip-Ordner auf irgendwas intern zugegriffen haben, sind wir immer über die AIRA-TS gegangen. Von intern haben wir immer den direkten Pfad genommen, oder? Also ich gehe jetzt hier nicht über Punkt, Punkt, Blip, AIRA, sondern ich würde hier direkt auf Punkt, Punkt, MIDI. Synthesizer gehen. Und dann muss das da hoch, wegen Single Before Multiple. Und dann sollte das passen. Und dann müssen wir hier, das kann weg. Und da machen wir das. Und wir brauchen eine Import Get Synthesizers API from Punkt, Punkt, Lib AIRA Get Synthesizers API. Das sollte dann über die AIRA TS allerdings durchgeschleift werden. Get Synthesizers API. Und das kommt hier aus HTTP. Und die wiederum muss ausgegeben werden. So. Ja, klar, wenn man es richtig macht, dann funktioniert es auch. So, okay, und damit haben wir das. Und was macht denn bei der TB3 als Note Value Sinn? Auch irgendwas in der F, oder? Was ist ein F? Eine 60, oder? Da muss es doch immer mal 12 rechnen, so war das doch. Ich habe jetzt gerade nebenher den Code ein bisschen geprüft. Aber 36, 48, 60 wäre ein C. 5 mal 12. Ja, es ist 60, aber ist 60, alle durch 12 teilbaren Werte sind ein C. Das heißt, davon 3 weg, dann hast du ein A, falls du ein A haben wolltest. Nee, du hast gesagt ein F. Ja, dann F hat den Note Offset 5. Und wenn ich jetzt Get Note Value anschaue, dann ist der ein Offset. Ach so, nee, der Offset kommt oben drauf. Ach, Entschuldigung. Die Oktave stimmt. Mal 12, dann ist es ein C und dann 65 müsste das F sein. Mhm. Okay. Sind wir schon soweit? Kann ich schon? Ah, nee. Kann ich ja, fast. Ich würde hier nur noch gerade einen Callback einbauen, wo wir mal noch ausgeben, dass der Server tatsächlich läuft. Wollen wir dafür einen Logger installieren? Ist irgendwie so ein bisschen Kanonenspatzen, ne? Da war was. Ja, können wir ja später reinrefactoren. Ja, aber ich muss jetzt mich entscheiden, ob ich da jetzt ein ESLint Disable Nextline drüber schreibe oder ob ich gleich einen Logger importiere. Ach so, dann ist doch auch schnell erledigt, oder? Was? Die Flaschenpost zu installieren. Ja, okay, dann, ja, okay. Ist doch mit AML geht auch, habe ich die Woche festgestellt. Echt? Hm. Hier? Ja. Okay. Also, das ist sowieso, also übrigens, ich weiß, das ist völlig unnützes Wissen, aber ich finde es immer wieder interessant. Du kannst auch isn't all schreiben, weil das wohl, wenn du halt nativ Englisch-Speaker bist, ein häufiger Schreibfehler ist. Und das haben sie tatsächlich bei NPM als Alias definiert. Das macht auch ein Install. Das finde ich immer wieder amüsant. Ach, und NPM ist so zuvorkommend. Mhm. Von dem Bad Engine darf man sich jetzt nicht täuschen lassen. Das funktioniert trotzdem. Und das heißt, wir müssen die Flaschenpost anschließend importieren. Für alle, die es nicht kennen, Flaschenpost ist unser hauseigener Logger. Der halt auf die Konsole Sachen ausgibt. Und den verwenden wir aus naheliegenden Gründen ganz gerne. Der ist aber ganz normal auf NPM. Hoppla. Geht der zur Verfügung.
So, und sobald jetzt hier, hallo? Okay, das mochte er jetzt nicht, dass ich das schon hingeschrieben habe. Hallo? Ist sicher, dass es geklappt hat mit der Installation? Nein. Nein, warum nicht? Edit 807 Packages? Was hast denn du installiert? Hast du vielleicht das falsche Paket installiert? Nee. Scroll das, mal hoch. Das ist mir jetzt gerade... Das ist ein bisschen komisch. Hä? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Jetzt hast du es weggeschmissen, ne? Ja, das war ein Versehen. Oh, wow, ich hoffe, das hört man nicht. Mein Drucker meldet sich gerade. Das ist manchmal gruselig. Das macht er auch ganz gerne mal um 3 Uhr nachts. Jetzt hat es funktioniert. Ah, komisch. Okay. Und ja, also Julian hat gerade noch geschrieben, man kann auch einfach NPMI schreiben. Richtig? Ja, also gibt es auch noch den Shortcut quasi. Und genau, und Saul Godman, auch du übrigens, schön, dass du da bist, hat gerade noch geschrieben, huhu. Und Flaschenpost oder Winston oder egal. Wie gesagt, ich hatte ja gerade gesagt, Flaschenpost haben wir selbst geschrieben. Insofern wirst du von mir zumindest jetzt keine besonders objektive Antwort bekommen. Der Grund, warum wir Flaschenpost selber geschrieben haben, ist, dass wir einen Logger haben wollten, der ausschließlich auf die Konsole ausgibt, also der keinen Support drin hat für Dateien, für Rolling-Log-Files, für Datenbank, für sonst irgendeinen Krempel. Und insofern, das macht die Flaschenpost halt, das ist also so gesehen ein relativ reduzierter Logger. Das Schöne an der Flaschenpost ist aber, dass die Flaschenpost erkennt, ob der Prozess in einem interaktiven Kontext, also auf gut Deutsch, auf der Shell läuft und ob du das von Hand aufgerufen hast, oder ob das nachher irgendwo geskriptet oder in einem Docker-Container oder sowas läuft. Und wenn du es von Hand aufgerufen hast, dann bekommst du quasi human-readable Output. Und wenn du in einem geskripteten Kontext oder in einem Docker-Container oder ähnlich, dann kriegst du machine-readable Output als JSON. Ja. Und das ist so eine gewisse Intelligenz halt drin. Und insofern benutzen wir den halt ganz gerne an der Stelle. Und insofern bevorzugen wir den halt gegenüber Winston. Aber wie gesagt, das ist eine sehr opinionated Antwort. Ich bin auch, muss ich auch dazu sagen, wir haben den halt vor Jahren mal entwickelt und ich habe mich seitdem nie wieder mit anderen Logging-Modulen beschäftigt und insofern habe ich da auch keine wirkliche Meinung zu. Ich habe keine Ahnung, was Winston inzwischen kann oder nicht kann oder wie sich das Modul weiterentwickelt hat. Oder. Ich habe mir das neulich, glaube ich, nochmal angeschaut. Ich glaube, das funktioniert schon noch so ein bisschen. Also es hat schon noch den Fokus auch auf das Schreiben von Logfiles und das Rotieren und so weiter und so fort. Und das ist halt ja in Cloud-Native-Umgebungen eigentlich gar nicht mehr so richtig relevant, weil man da meistens eh über Standard-In rausfeuert und dann halt das Standard-In wiederum von irgendeinem Logging-Tool, FluentD oder sonst was, aufgegriffen wird. Und da finde ich dann Winston immer ein bisschen arg fett von der API, weil eben ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, selber Logfiles in meiner Applikation zu definieren und zu schreiben und mit dem Rotation und was weiß ich, sondern eigentlich will ich nur auf Standard-In, nicht Standard-In, Standard-Out natürlich, Standard-In loggen wäre auch mal cool, aber auf Standard-Out loggen und dann wen auch immer das handeln lassen. Also das... Ja. Genau, und da hat DJ Technostyler gerade noch eine Frage gestellt. Was haltet ihr eigentlich davon, dass NPM Update nicht mehr die Package-JSON aktualisiert? Muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich noch nie verwendet, NPM Update. Ich hatte vor Jahren, ich kann es nicht näher benennen, also ich hatte vor Jahren das Gefühl, dass das nicht so wahnsinnig zuverlässig funktioniert hat. Insbesondere mit dem Logfile, dass das nicht so toll funktioniert hat und dass du häufig besser beraten warst, den Node-Modules-Ordner wegzuwerfen, die Package-Log wegzuwerfen und NPM-Install from scratch laufen zu lassen. Inzwischen seit 2-3 Jahren sowas haben wir unser komplettes Abhängigkeitsmanagement automatisiert über Dependabot, beziehungsweise, also wir selber als Unternehmen, wir nutzen GitHub
Von daher nutzen wir da die Dependerbot-Integration. Einige unserer Kunden, die mit GitLab arbeiten, dort gibt es einen Bot, der sowas Ähnliches macht, namens Renovate. Kommt am Ende des Tages auch selber raus. Das ist einfach ein Bot, der halt quasi regelmäßig deine Repos durchgeht, deine Abhängigkeiten scannt und guckt, ob sich da irgendwo was getan hat. Und wenn es irgendwo eine neue Abhängigkeit gibt, dann kriegst du automatisiert Pull-Request beziehungsweise auf GitLab einen Merge-Request geschickt und der aktualisiert deine Package-JSON und deine Package-Log-JSON. Und deswegen ist mir NPM-Update überhaupt nicht mehr geläufig. Also insofern kann ich dazu gar nichts sagen, wie sich das verändert hat, weil ich es, wie gesagt, seit Jahren nicht mehr verwendet habe. Wenn man es doch mal lokal ausführen muss, den Tipp habe ich aber auch von dir, Golo, da muss ich jetzt dir die Credits auch rübergeben, dann ist das NPM-Package npm-check ziemlich cool. Das kann man über npx npm-check-u aufrufen. Und der Vorteil daran ist, dass man noch mal in einer interaktiven Shell auswählen kann, welche Packages man tatsächlich updaten will. Danke, hast es reingeschrieben, super. Ja. Und das, ja, weil ich hatte schon öfters den Fall, dass ich dann da auch irgendwo in ein Projekt reinkomme, wo es Dependerbot oder Renovate oder was auch immer noch nicht gibt. Und dann sind natürlich, was weiß ich, wie viele Dependencies outdated. Und wenn du die alle auf einmal aktualisierst, dann crasht dir die Applikation um die Ohren und du weißt nicht mehr warum. Und dann gehe ich da immer ein bisschen ran, dass ich halt alle mit NPM-Check erstmal alle Non-Breaking, beziehungsweise alle Minor-Versions hochkriege, dann die Feature-Versions und am Ende erst die Breaking Changes reinbauen. Major, ja. Ja, Patch, oh Gott, ja, es hat sich mal, es ist nicht mehr meiner Major Breaking, sondern Patch Fix. Ja, Patch heißt es, glaube ich. Fix Feature, ach ja. Also genau, dass ich das halt dann sequenziell abarbeite und dann halt prüfe, okay, wo klatscht es mir dann an die Wand und dann kann ich gezielter die Fixes einspielen, das ist so. Es ist übrigens eins der Features, die ich an Renovate sehr geil finde, was bei Dependerbot definitiv fehlt. Renovate kann Merge-Requests oder Pull-Requests, je nachdem, wo du es halt laufen lässt. Also Renovate läuft auch mit GitHub, nur GitHub hat halt selber Dependerbot, weswegen der Aufwand, da ein Renovate ans Laufen zu bringen, halt deutlich höher ist, als einfach den in GitHub integrierten Dependerbot zu nutzen. Aber Renovate kann solche Updates auch zusammenfassen. Das heißt, wenn da jetzt 20 Patch-Updates kommen, kriegst du halt nicht 20 Merge-Requests, sondern einen. Ja. Und der Trend quasi nach Breaking Changes, also Major Updates und Non-Breaking Changes, also Minor und Patch. Und das ist halt sehr praktisch, weil wenn du halt in einem größeren Projekt halt wirklich viele Dependencies drin hast und dann montags morgens dann 97 Pull Requests hast, das ist manchmal relativ unlustig. Zumal wenn du halt nach dem Mergen jeweils erstmal wieder rebasen musst, bist du da durch. Und dann ist das npx npm check -u doch eine extrem praktische Sache, um das auch mal eben die Dinge, wo du denkst, das ist unproblematisch, um das mal eben schnell zusammenzufassen. Ja. Und man kann nach, das ist auch letztes, und dann können wir weitermachen, gruppieren nach Namespaces beispielsweise. Das ist sinnvoll zum Beispiel für AWS-SDKs, weil die ja auch alle ihre Pakete meistens gleich versioniert halten und dann, wenn sich eins updatet, daten sich alle ab. Und dann kann man, also man kann nicht nur nach den Patch-Versions gruppieren lassen, den PR, sondern eben auch nach beispielsweise alles, was @AWS heißt. Ja, genau. Okay, so viel zu dem Thema. Ich habe in der Zwischenzeit mal hier oben das mit der Flaschenpost. Wir holen uns einen Logger von der Flaschenpost und sagen dann hier unten, wir geben eine Info-Message raus, also Log-Level-Info mit dem Text und mit folgenden Zusatzinformationen. Ich hätte natürlich auch schreiben können, Server running on port 3000. Ich persönlich, ist aber auch eine subjektive Meinung, bin immer ein großer Fan davon, wenn diese Meldungen hier nicht dynamisch zusammengebaut werden, sondern wenn die statisch sind, weil du danach besser suchen kannst, weil du nicht, die Log-Message heißt, je nachdem, von wo sie kommt, mal anders oder mit welchen Werten sie. Und deswegen trennen wir bei der Flaschenpost quasi zwischen einer Log-Message, was immer ein fixer String ist, und alles, was variabel ist, das wird als so eine Art Metadaten mitgegeben. Und das sieht man jetzt auch gleich, wenn ich das Ganze jetzt hier starte, dann dauert es einen Augenblick. Macht es dann auch wiederum in diversen Monitoring-Logging-Tools sehr viel leichter, dann tatsächlich auch nach diesen Metadaten zu filtern. Genau, jetzt sieht man halt hier, also Server running, die Message mit Info-Level. Das Ganze kommt von der Maschine Schneehase.fritzbox. Also mein Rechner heißt Schneehase. Ich hänge offensichtlich an einem Apple Express Air Router dran, nein, also einer Fritzbox dran. das Ganze, also müsstest du eigentlich so machen, so ein
irgendeinen anderen Router halt einfach mal Fritzbox nennen, was gar keine Fritzbox ist. Das Ganze kommt aus dem Modul AIRA in der Version 1.1.10, hier aus dieser Datei mit diesem Pfad. Es ist 19:02 Uhr, bla bla bla, 3. November 2021, Prozess Nummer 29.454, der auf meinem System läuft. Das ist die nullte Log-Message von diesem Prozess. Und hier kommt dann eben dieses Objekt mit den Metadaten. Und wie gesagt, wenn man das Ganze jetzt... Das ist die Enterprise. Es klang gerade echt so, als hättest du das Logbuch der Enterprise vorgelesen. Und, Sternzeit. Ja, stimmt. Und das Ganze, wenn man das jetzt halt nicht interaktiv starten würde, dann würde man halt einfach ein JSON-Objekt bekommen, wo all diese Informationen drinstehen. Ja. Und dann hast du das Ganze halt maschinenlesbar. Und das ist halt sehr, sehr praktisch, weil je nachdem, was du halt... Also Flaschenpost versucht halt von Haus aus einfach das Richtige zu machen, was du halt tatsächlich erwartest. So, ich schicke mal. Und damit schick du mal. Oh, das hat aber eine Hi-Hat. Dann schicke ich mal eine TB3-Sache. Wenn meine Maus das jetzt zulässt. Da ist was passiert. Oh, und wenn ich jetzt... Wärst du jetzt, wenn ich jetzt den... Oh, Error. Error. Server returned nothing. No headers, no data. SSL-Connect-Error. Oh, oh, haben wir jetzt doch den Local-Tunnel. Jetzt können wir ja auf ngrok wechseln. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben das Limit erreicht. Geht's gar nicht mehr? Nö. Ich krieg nur einen Error. Also ich krieg nicht mal eine Antwort. Ich beende es mal und starte es neu. Ich schicke dir gerade mal eine neue URL. Ja. Mal gucken, ob das einen Unterschied macht. Diese URL kannst du ja vielleicht nachher in der Umgebungsvariable ablegen. Ja, hatte ich eh vor. Ich schicke erst noch mal eine TR8. Das geht. Das hat wieder geklappt. Und dann schicke ich eine. Und wenn du jetzt ein paar Töne mal hintereinander schickst auf der TB3. Kann ich hier an der Cut-Off-Frequenz und an der Resonanz des Filters rumspielen und dann haben wir sogar schon leichte Veränderungen im Klang. Wow. Wir sind ein cooles DJ-Duo. Definitiv. Okay, dann cool. Eigentlich jetzt ohne Witz, also an der Datei hätte ich jetzt eigentlich auch weiter nichts mehr auszusetzen, das finde ich okay, ja. So wie die ist. Und an der Get Synthesizers, also da fehlt noch was, weil noch nicht alle Funktionen von so einem Synthesizer unterstützt werden. Neben Playnote und Stop gibt es noch andere Sachen. Tendenziell würde ich die jetzt aber, glaube ich, auch erstmal so lassen. Also da kann man jetzt noch drüber streiten, ob man hier vielleicht diese Routendefinitionen noch extrahieren möchte oder so. Aber ganz ehrlich, das Ding ist so überschaubar. Das sind 30 Zeilen aktuell. Das würde ich, glaube ich, auch jetzt erstmal so lassen. Ich denke auch, ja. Das, wir das ist nicht großartig refactoren. So, und damit haben wir eigentlich die Serverseite des Ganzen fertig. Das heißt, jetzt bräuchten wir einen passenden Client. Was heißt, wir würden in unseren Song wechseln und müssten jetzt hier den Local Synthesizer durch einen Remote Synthesizer ersetzen. Während du das anfängst, ich müsste mal ganz kurz AFK, bin aber ja, ich, gleich würde das Ganze, da. Ich würde mal gerade das Ganze mal committen, mal pushen und so. Und ich mache es in einen extra Branch, auf dem du dann weitermachen kannst. Alles klar. Und genau, dann bis gleich. Bis gleich. So, okay, das heißt, das Erste, was wir machen, ist, ich mache mal ein Git Checkout -B Remote Synthesizers. Vielleicht noch irgendein Verb dazu, sowas wie Implement Remote Synthesizers. Dann einmal kurz gucken. Ist ja nicht so viel, was sich geändert hat. Genau, die libaira.ts, die Package Locker, die Package JSON. Der Server ist neu dazugekommen und libhttp. Dann machen wir einmal ein git add, git commit, implement. Und das Ganze ist ein neues Feature, implement remote synthesizers. So, wir machen einmal ein git push. Da wird mir jetzt gesagt, das geht nicht, weil kein upstream branch gesetzt ist. Und dann setze ich den jetzt. Dann haben wir das Ganze entsprechend gepusht und dann mache ich das Ganze einmal direkt schon
im Browser. Das könnt ihr jetzt gerade leider nicht sehen. Es funktioniert auch nicht, abgesehen davon. Normaler. Ach so, weil das jetzt kein echtes Terminal ist, sondern dieses Plugin. Normalerweise im Terminal auf macOS, wenn du einen Doppelklick auf eine URL machst, öffnet sich diese URL im Browser. Ich habe es mir jetzt hier gerade rauskopiert und rufe es jetzt von Hand einmal im Browser auf und erzeuge einen Pull-Request. Und den weise ich direkt dem David zu. So, und genau. So schnell geht's. Wunderbar. So, ja, ich habe jetzt im Prinzip eigentlich auch alles vorbereitet. Ich habe es gepusht. Implement Remote Synthesizers heißt der Branch. Und damit können wir dann eigentlich jetzt auf deine Maschine wechseln. Jo, ich habe das gerade ausgecheckt. Kannst du im Prinzip auch meinen Screen schon mal einblenden. Okay. Ich mache das mal ein bisschen größer, aber allerdings mache ich das hier über. So. Ah, da kam gerade noch eine Frage, und zwar von AT oder AT. Was ist dieser Upstream? Wie behebt man den? Also, weil ich, als ich gerade gepusht habe, kam dann bei Git Push die Fehlermeldung, dass kein Upstream definiert ist. Und dann habe ich dann kam mir der Vorschlag, was du stattdessen machen sollst und so. Ja. Und dann habe ich das genommen und dann ging's. Und vielleicht kannst du das gerade erklären und ich hole mir in der Zwischenzeit was zu trinken. Heute machen wir das erste Mal Unterbrechung. Ja, kann ich das natürlich erklären. Danke. Der Upstream-Branch, also du hast ja bei Git immer eine komplett lokale Kopie des gesamten Repositories respektive des aktuellen Branches bei dir rumliegen. Und Upstream-Branch ist im Prinzip das Remote-Pendant dazu. Also der Upstream ist in der Regel, ich weiß gar nicht, warum das Upstream heißt, aber es gibt ja Remote-Git-Repositories und es gibt ein lokales. Und zu deinem lokalen hast du in der Regel, musst aber nicht, du kannst auch ein rein lokales haben, aber hast du in der Regel halt noch ein Remote-Repository, das meistens oder per Default den Namen Origin trägt. Und wenn du jetzt auf diesen Origin dein pusht und den Branch aber es in Origin noch nicht gibt, dann schlägt das halt fehl mit genau dieser Fehlermeldung, dass der Upstream-Branch nicht existiert, weil er den halt nicht kennt. Und den musst du dann eben beim Push explizit anlegen und das geht halt mit dieser --set-upstream, respektive mit -u, ist die Kurzschreibweise, legst du dann quasi zeitgleich einen Branch im Remote-Repository an, der so heißt wie dein lokaler, beziehungsweise wie du den nennst, und er verknüpft dann deinen lokalen mit dem Remote-Branch gleichen Namens. Und ab dem Zeitpunkt kannst du dann einfach nur noch normal pushen. Ich hoffe, das war korrekt erklärt. Ich habe nur die Hälfte mitbekommen, aber das, was ich gehört habe, klang gut. Okay. Also insofern, ja. Ich habe den Server bei mir wieder gestartet, also theoretisch kannst du drauf zugreifen. Ach, ich muss das Ganze noch ich habe vergessen, das noch in eine Umgebungsvariable zu packen, aber das mache ich dann gleich noch. Ja. Und weil du gerade meintest, das erste Mal, dass wir mal Unterbrechungen machen, das ist übrigens auch was man so unterschätzt, wenn man, also 3 Stunden am Stück reden, ohne was, ich trinke normalerweise in solchen Sessions nie was, weil ich immer so ein bisschen finde, das ist so, ne, ja, ich habe immer so, das könnte unprofessionell wirken, aber. Oh nein, der Mann ernährt sich. Ja, 3 Stunden am Stück reden, ohne was zu trinken, ist doch echt lang. Und von daher, ja, irgendwie, ja, es ist ganz gut, wenn man zwischendurch mal sich einen Schluck genehmigen kann. Ich verstehe. So, ach, ich weiß auch, wie ich den gleich exportiere, das passt. So, dann wir müssen wo legen wir das denn jetzt an? Einen Remote Synthesizer. Machen wir das bei den MIDIs hier? Würde ich, glaube ich, bei dem Local Synthesizer. Ja, das ist jetzt so die Frage. Macht man das jetzt bei da rein oder macht man das bei HTTP rein? Und wenn wir schon dabei sind, eigentlich ist das ja auch nicht einfach nur ein Remote Synthesizer, weil es könnte ja auch noch andere Protokolle geben. Eigentlich ist es ein HTTP-Synthesizer. Ja, und dann würde ich ihn auch tatsächlich ins HTTP packen und hier wieder löschen. Ansonsten ist es gerade noch jemand dazugekommen. Tisa, hallo, schön, dass du da bist. Hi. Und AT hat es gerade nochmal zusammengefasst, wenn man lokal einen Branch erstellt und der aber in GitHub, GitLab, was auch immer, noch nicht angelegt ist, dann kommt es zu dem Fehler. Genau, weil du theoretisch den lokalen Branch und den Remote Branch auch unterschiedlich benennen kannst und er dann bei einem Git-Push nicht weiß, wo er es hinpushen soll. Achso, wollen wir es HTTP Remote Synthesizer nennen oder einfach nur HTTP Synthesizer?
Das ist mir egal. Wir können weil ein HTTP nicht Remote Synthesizer gibt es ja eigentlich nicht. Das stimmt wiederum. Das Gegenstück zum HTTP Remote Synthesizer wäre der Local Host Synthesizer. Stimmt. Was ja, übrigens, das ist ja, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Es gibt ja inzwischen dieses diese Web Audio API im Browser, wo man mit Oszillatoren und Filtern im Browser sich Klangerzeuger bauen kann. Das ist was, was ich noch mega cool fände, das irgendwann mal einzubinden, dass man quasi einen über MIDI ansteuerbaren Software-Synthesizer im Browser starten kann. Toll, das kommt auf einmal, was trinkt. den wir dann quasi aus unserem Projekt wiederum ansteuern können. DigiDev ist gerade noch dazu gekommen. Hallo und guten Abend zusammen. Hallo, schön, dass du da bist. Bin gespannt, wie weit ihr seid. Ja, vielleicht für die, die ein bisschen später dazugekommen sind. Wir machen tendenziell erstmal Musik mit TypeScript und Node. Und wir haben heute, ist unser Ziel, das Ganze remote steuerbar zu machen, dass nämlich David bei sich das eigentliche Programm laufen lassen kann, was quasi die Synthesizer fernsteuert. Die Synthesizer, weil das Hardware-Synthesizer sind, die bei mir stehen, aber übers Internet angesteuert werden. Und da haben wir jetzt gerade den Server-Part gebaut. Und David baut jetzt gerade den Client-Part, weil das natürlich wenig ein bisschen witzlos ist, das immer über Curl zu machen. Das will man natürlich ein bisschen bequemer haben. Oh, ich bin ja echt kein Klassenfreund, deswegen seht es mir nach. Ihr habt es vielleicht auch gerade gesehen, wie schwer ich mich tue, weil ich eigentlich normalerweise nie mit Klassen arbeite. Aber um mich jetzt hier im Stil des Repos zu halten, würde ich das jetzt trotzdem tun. Aber normalerweise hätte ich da jetzt eher eine Factory-Function geschrieben. Aber okay, die Set-Controller-Funktion, die haben wir ja noch nicht implementiert, ne? Das heißt, oder die wollen wir noch nicht implementieren. Das heißt, hier kann ich throw new error, not implemented. Mann. Ambrosius Topor ist auch da, auch du. Hi, schön, dass du da bist, schön, dich mal wiederzusehen. Und er hat gerade gesagt, und WebMIDI gäbe es auch noch im Browser. Das ist tatsächlich was an mir bislang vorbeigegangen ist. Aber das hört sich interessant an. Weil Teaser gerade gefragt hat, bin gerade hier reingestolpert, streamt ihr regelmäßig? Ja, tun wir. Die Regelmäßigkeit, ja, also normalerweise streamen wir donnerstags, heute ist Mittwoch. Kann auch sein, dass wir jetzt bei Mittwoch bleiben, müssen wir mal gucken. Ja, wir streamen regelmäßig so alle 2, 3, 4 Wochen so ungefähr. Also eigentlich versuchen wir immer alle 3 Wochen zu streamen. Ist aber halt immer so ein bisschen abhängig, weil es halt abends ist, wie es mit privaten Terminen so ausschaut. Also von daher kann es auch mal nach 2 Wochen oder nach 4 Wochen erst die nächste Folge geben. Und genau, unser größeres Projekt ist halt, was ich gerade erzählt habe, dass wir halt Musik machen. Und wobei wir bislang immer noch nicht so sehr zu Musik machen gekommen sind, immer noch mit viel Refactoring beschäftigt waren, mit Umbau und halt mit der ganzen Ansteuerung über Node und TypeScript. Aber ich glaube, das ist so eine ganz, also will jetzt ja nicht irgendwie uns selber loben, aber ich glaube, das ist eine ganz interessante Kombination so aus auf der einen Seite halt Softwareentwicklung und wo man dann doch auch versucht, es vernünftig zu machen, vernünftig strukturierten Code zu schreiben, das Ganze aufzuräumen auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach mal was anderes zu machen, als die 97.000ste To-Do-Liste zu bauen oder so. Und langfristig gibt eine Menge Ideen, zum Beispiel eine UI, dass man dann tatsächlich mit mehreren Leuten übers Internet remote gemeinsam an einem Song arbeiten kann und Ähnliches. Sag mal, was mache ich hier falsch gerade? Missing Accessibility Modifier Method. Vieles. Und, ja, es sieht super aus. Da fehlt ein Public oder sowas. Ach, so, dass ich wenigstens mal das hinbekomme. Oben genau, beim jetzt Konstruktor will natürlich, dass auch? Ich das mache. Ja, okay. Siehst du, ich arbeite nie mit Klassen. Dann machen wir hier über mal ein Public davor, weil das ist ja alles Public. Und warum ist die Stoppfunktion zweimal da? Die brauchen wir natürlich nur einmal. Das muss dann entsprechend auch Public sein. So, jetzt aber. Das heißt, hier fehlt dann noch ein. So. Und jetzt Property Stop has no initializer and is not definitely assigned in the constructor. Bedeutet?
Ich muss ganz ehrlich zugeben, mit diesen ganzen Inline-ES-Lint-Fehlermeldungen, ich finde das mega unübersichtlich. Ja, das ist auch unübersichtlich, wenn man so auf einen Schlag alles macht. Von dem her, vielleicht können wir auch mal Stück für Stück die. Ja, lass uns mal oben anfangen. Und bevor wir das machen, es kam gerade noch eine Frage von Saul Godman. Übrigens, ich feiere diesen Namen jedes Mal, wenn ich von dir einen Kommentar lese. Also nicht nur hier im Livestream, das ja auch schon unter unseren Videos öfters kommentiert. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich deinen Namen lese und habe immer die Figur im Sinn, an die der Name angelehnt ist. Und freue mich jedes Mal, den Namen zu lesen. Die Frage ist, David, welches Plugin stellt die Dots in VS Code dar, also die Spaces? Das ist kein Plugin, das ist ein Setting, das da heißt Show Whitespaces, glaube ich. Lass mich mal schauen. Irgendwas mit Whitespace, glaube ich. Ah, natürlich finde ich es jetzt nicht. Also auf jeden Fall ein Setting. Ich weiß gerade nicht mehr welches. Oder Show. Irgendwas mit Spaces ist das doch. Insert Spaces? Nee, das ist es nicht. Kann ich versuchen, im Nachgang noch mal rauszufinden. Oder irgendjemand googelt es mal nebenher. Aber es ist auf jeden Fall irgendein Setting. Ja, Saul hat gerade geschrieben, er sucht sich's raus. Ja. Und er feiert Saul Goodman auch. Das kann ich sehr das gut ist verstehen. Das ist auch wirklich ein cooler Name. Ja, ich weiß es gerade nicht. Aber ich habe es lieben gelernt. Am Anfang hat es mich ein bisschen genervt mit den Punkten hier vorne. Ich habe das mal gebraucht für ein Projekt, wo es keinen ESLint gab und dementsprechend mal Tabs, mal Spaces irgendwie verwendet wurden. Klingt gruselig. Und das wollte ich reparieren und da habe ich das irgendwie lieben gelernt, dass ich sehe, okay, wo sind Spaces und auch irgendwie, wo sind Sonderspaces, ne? Wenn ich jetzt hier hinten dran was habe, das zu entfernen. Also das ist eine coole Sache. Ja. Und so. Du hast übrigens gerade Props bekommen. DigiDev hat noch geschrieben, Wim und ein Herzchen. Ah, Neo-Wim sogar, mein Lieber. Aber ja, danke. Beste. und DJ Technostyler hat gerade geschrieben, es heißt Editor und Render Whitespace. Siehst du, wusste ich es doch. Und Render, irgendwas mit Whitespace. Ah ja, da ist es. Render Whitespace All ist das Setting. Danke fürs Raussuchen. Jetzt wissen alle Bescheid. So, jetzt sind wir immer noch hier bei diesen Tausenden von Fehlermeldungen. Das Problem ist, dass mein Autoformatting hier zuschlägt und automatisch alle Klassenfunktionen hinzufügt. Deswegen darf ich jetzt nicht speichern. Sehr gut. Okay. Wie definiert man denn jetzt hier eine Funktion? Weil das ist ja hier eindeutig noch irgendwie ein Typ. Normalerweise doch so, oder? Ich mache hier Stop und sage dann hier, okay, und das ist jetzt eine Funktion und die ist ja public und vermutlich auch static, weil wir ja kein einziges Mal hier mit this arbeiten werden und er dann wieder meckert. Ja, aber sie darf nicht static sein, weil du ja sonst das Interface nicht implementierst. Stimmt. Und was jetzt hier noch fehlt, ist hinter der Parameterliste das Doppelpunkt void. Jawohl, okay. Also jetzt weiß ich ungefähr, wie es geht. Das heißt, hier kann ich den Doppelpunkt entfernen, kann da hinten das wegmachen, kann hier einen Doppelpunkt hinmachen und kann dann sagen, das ist eine Funktion, throw new error und da sagen wir not implemented. Es fühlt sich an wie Java. Und hier müssen wir natürlich noch public hinzufügen. Wir haben Spiel ja, machen wir jetzt hier auch, public wir, und ja. Wir haben ja ein NPM-Package. Auch was wir uns entwickelt haben, was aber ebenfalls auf NPM zur Verfügung steht. Defekt heißt das, mit dem man sich Custom Errors bauen kann, die von Error abgeleitet sind, um quasi typisierte Fehler zu haben. Du könntest dir sogar einen Not Implemented Error, dann fühlt es sich noch mehr an wie in Java. Kann man gleich machen. Ist auch auf jeden Fall ein cooles Package. Ah, so, Simon. Hi, schön, dass du da bist. Noch, public. So, jetzt haben wir wenigstens mal überall diese Sachen. Jetzt kann ich hier mal überall this Punkt Play Notes. Wie mache ich hier oben automatisch? Die kann man doch auch automatisch in Klassenvariablen umbauen. Machen wir das so? Doch, ja, kannst du, aber ich finde, diese Schreibweise in TypeScript, ich finde die so gruselig. Das ist mit die schlimmste Entscheidung, finde ich, in dieser Sprache gewesen, diese Syntax zuzulassen. Ja, es ist etwas mehr Schreibarbeit, im Konstruktor dann zu schreiben, this.bla ist gleich bla, aber Okay. Warum hat er jetzt read-only da draus gemacht? Weil es nie reassigned wird. Okay.
So, expected, also gut, hier will ich ja jetzt erstmal keinen Dis verwenden, deswegen ballere ich das einfach mal raus. Dass dann hier die nicht verwendet sind, das ist mir jetzt auch erstmal egal. Im Prinzip ist mir das hier erstmal alles Wumpe. Es sieht das auch ein bisschen schicker aus. Da ist mir das auch erstmal egal, dass hier auch kein Dis verwendet wird. Können wir erstmal weglassen. So, jetzt müssen wir irgendwie HTTP-Calls absetzen. Mhm. Da ist jetzt die große Frage, mit was machen wir das? Axios. Axios? Ja, das ist meine Standardantwort darauf. Das ist das einzige Modul, was, finde ich, gut ist. Alle anderen, also ich habe noch keins gesehen, was ich wirklich gemocht habe, okay, außer Axios. Hast du eine andere Präferenz? Eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Ich nutze normalerweise dann Node-Fetch, einfach um einheitlich zu sein mit der Fetch-API, aber mir gefällt die Fetch-API auch nicht sonderlich gut. Und ein neues Paket, das ich kennengelernt habe in einem anderen Projekt, ist GOT, G-O-T. Das fand ich nicht ganz so schlecht. Ja, okay, aber bei diesen neueren bin ich nicht so, okay, muss man der Fairness halber dazu sagen, bin ich nicht so drin. Ja. Was ich übel finde, ist, das hat man früher sehr viel angetroffen, ist Request. Oh, das kenne ich gar nicht. Also das fand ich immer so total overdone. Und auch, wo ich auch kein Freund von bin, ist Super Agent. Das sagt mir auch nicht. Oh, doch, das sagt mir irgendwas. Aber das ist der Unterbau von Supertest. Supertest ist ein total cooles Modul, aber Super Agent, nee. Das geht jetzt einfach so, ne? Ja, oder du kannst sogar Axios direkt als Funktion aufrufen und sagst dann innen drin Method Post. So quasi. Ja, finde ich persönlich die schönere Schreibweise, weil man dann die Methode nicht so, die kriegt dann nicht so einen Sonderstatus, sondern ist einfach nur ein Parameter von vielen. Und dann ist es, glaube ich, URL, damit er weiß, wo er überhaupt darauf zugreifen soll. Jawohl, und dann brauchen wir noch die Body, ist dann der Data, oder? Genau, Data ist dann einfach ein JSON-Objekt. Also das Serializen und so macht er selber. Okay, das heißt, eigentlich wäre es hier sinnvoller, tatsächlich gar nicht zu destructuren, sondern die. Und? Weil wir ja. Das einfach so zu. Weil du ja immer auf dieselbe URL. Oh nee, tun wir gar nicht. Bei der URL müssen wir ja noch slash playNote oder so dranhängen. Warte kurz, ich mache hier noch. Oh geil, mein NeoVim ist abgestürzt. Das kann er wohl nicht. Ach, mit manchen Plugins kommt er halt nicht klar. Simon hat gerade übrigens noch geschrieben, Node-Fetch bevorzuge ich auch wegen der Kompatibilität zum Browser. Also ja, das ist natürlich ganz klar ein Punkt, der dafür spricht, weil das halt die Fetch-API des Browsers spiegelt. Genau. Axios läuft allerdings auch im Browser, aber ist natürlich nicht eingebaut. Wir müssen hier natürlich die URL anpassen. Ne? Das ist ja dann hier der Wir können das auch oben noch mal zusammenfassen, aber jetzt für jetzt zum Test Synthesizer Name und dann ist es Play-Node. Jupp. Genau. Und ja, dann müssen wir jetzt noch Data zu. Ach so. Wir können hast du das gemacht? Ich würde das eher so machen. Mhm. Also hier die URL ist eher. Ich würde das hier schon zusammenbauen. Also im Prinzip hier sagen. Ja. Okay. Dann brauchen wir den Synthesizer Namen auch gar nicht speichern. Genau. Und dann ist die URL das hier minus das hier. Okay. Ja, hier ist es dann natürlich URL und hier ist es dann natürlich der Synthesizer Name. Dann brauchen wir das nämlich nicht und das hier nicht. Und das. Jetzt. Wunderbar. Und dann können wir hier unten einfach sagen, können wir uns ja eigentlich im Prinzip den komplett sparen. Mhm. Und Stop ist dann. Ich bin mir gerade unsicher, ob das Await eine gute Idee ist oder ob man hier nicht einfach Fire and Forget macht. Aber vielleicht ist es ganz gut, bei einem Fehler das Result mitzukriegen. Ja. Ja.
Ja, wobei das Result interessiert uns nicht. Es ist eher ein Try-Catch. Also vielleicht kann man auch statt Await hier mit. Was hältst du davon, wenn man es hier bei Async und Await belässt und es dem Aufrufer überlässt, ob er das entsprechend handhaben will? Ach so, dass man es zurückgibt, meinst du? Ja, also einfach Await Axios. Ach so, meinst du das mit das Ergebnis? Aber es ist ja, entweder geht's durch, dann ist das ja sowieso erfolgreich, oder es fliegt eine Exception, wenn es jetzt ein 400er oder ein 500er Statuscode oder sowas ist. Mhm. Oder so, also insofern würde ich einfach Await Axios schreiben und gut ist. Ja, du hast recht, und den Fehler dann von außen handeln. Ja, da wäre ich jetzt wieder ein bisschen von Fetch abgelenkt, weil bei Fetch ja ein Fehler nicht fliegt und man den explizit schmeißen muss. Deswegen dachte ich jetzt hier ein Catch, um dann den Fehler zu schmeißen, aber du hast schon recht, so, das können wir von außen handeln. Ja gut, dann war es das ja im Prinzip erstmal schon. Ja. Martin hat gerade noch geschrieben, die erste Stunde, ja, die ersten anderthalb Stunden, ist bald schon vorbei, werde mich bald mal verabschieden, beziehungsweise pausieren, immer schön den Stream auch mal nachzuschauen, dann auch wenn du noch ein paar Minuten da bist, aber auch, war schön, dass du da warst. Und, ja, cool. Ja, bis spätestens zum nächsten Mal. Bis demnächst, Martin. Mach's gut. Gut, jetzt haben wir den HTTP-Synthesizer. Jetzt brauchen wir ja irgendwie unsere App. Das hatten wir das letzte Mal hier mit App Remote, ne? Hatten wir? Die ich dann starten will. Ah, ja. Also, ja, es ist auf jeden Fall gut, es so zu machen. Genau. Und dann können wir im Prinzip hier unsere App beziehungsweise einmal. Ja. Theoretisch könnte man hingehen und sagen, wenn keine Umgebungsvariable gesetzt, also wir machen keine App und eine App remote, sondern es läuft immer über HTTP. Und wenn keine Umgebungsvariable gesetzt ist mit der Adresse, wo das Ganze läuft, nimmt man einfach Localhost und er greift auf seinen eigenen Server, auf dem eigenen System zu. Dann haben wir es nicht mal so, mal so. Das gibt gar keine Local. Ach so. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, weil dann können wir uns die App remote sparen. Okay. Das heißt, wir haben hier die Remote-URL ist process-env. Lass uns process-env nehmen. Also das process-env-Package. Das process-env-Package? Welches ist das process-env-Package? Also process-env, also ja, war schon prinzipiell, also Import. Ja. Curly Braces. Was, Curly Braces? Ach so, hier, ja. Genau, Process Env in einem Wort. From, ja. Process Env in einem Wort. Ja. Und das musst du mit NPM noch installieren. Ach so, das ist ein Remote Package. Jetzt dachte ich gerade, das ist was, was ich noch nicht kenne. Ah ja, guck mal, ich habe es sogar schon mal installiert scheinbar. Okay. Kleiner Pitch am Rande. Dreimal dürft ihr raten, von wem das ist. Ja, und es funktioniert im Prinzip so, dass du halt statt process.env schreibst du halt einfach process.env, also das ist halt den Punkt weg. Und dann, jetzt gibst du den Namen der Umgebungsvariablen als Parameter an, zum Beispiel, und kannst als zweiten Parameter noch ein Default-Value angeben. Mhm. Sollten wir da HTTP localhost 3000, also mit Protokoll machen? Ja, ist vielleicht besser. Und ganz wichtig, endet das mit einem Slash oder nicht? Das ist nämlich endet ohne Slash. Ohne Slash, okay. Das Schöne an diesem Process-Env-Modul ist, jetzt könnte man ja sagen, okay, das macht erstmal dasselbe wie Process.env. Tut es theoretisch auch, aber der große oder der schöne Vorteil daran ist, dass es eine automatische Datentyperkennung hat. Das heißt, wenn du jetzt eine Umgebungsvariable hast, zum Beispiel Port, und da steht 3000 drin, mit process.env.port kriegst du halt 3000 als String. Mit process.env.port kriegst du die 3000 als Zahl. Ah. Und das ist interessanterweise bei HTTP Create Server und dann server.listen egal. Also die Listen-Funktion nimmt auch einen String, wo die Zahl 3000 als Port drin steht. Es funktioniert trotzdem. Ja. Ist aber natürlich keine Garantie, dass das generell so läuft. Und das ist halt an der Stelle halt sehr nett, dass das natürlich funktioniert. Ich habe noch eine blöde Frage. Warum ist das jetzt kein String? Ich muss da noch die
das als Objekt, ne? Sollte man eigentlich dieser HTTP-Synthesizer, kriegt der nicht einfach nur eine URL und man sollte das URL-Zusammenbauen außerhalb machen? Weil wenn ich jetzt nur einen Synthesizer habe und den auf Localhost laufen lasse, mal theoretisch, dann hat der keinen Namen. Dann ist die URL einfach localhost 3000/ fertig. Aber wie spielst du dann unterschiedliche Synthesizer? Ja, ja, also schon über unterschiedliche URLs. Ich will nur das Zusammenbauen der URL nicht hier machen, sondern der HTTP-Synthesizer, der kriegt eine fertig zusammengebaute URL. Und statt jetzt hier zwei Parameter reinzureichen, bauen wir hier den URL-Parameter zusammen aus Remote-URL plus TA8. Ach so. Ja, das hatte ich noch so im Hinterkopf, weil ich das letzte Mal vergessen hatte, genauso zu bauen, dass wir das mit reingeben. Könnte man aber natürlich machen. Aber dann musst du halt hier jedes Mal, aber okay. Ja, bist aber halt nicht davon abhängig, dass es einen Synthesizer-Namen gibt. Na gut. Ja, dann können wir das ja hier direkt machen. Dann ist das jetzt eigentlich nur noch das hier mit einem URL. Und schon ist wieder alles rot. Ja, das geht jetzt gleich weg. So, und dann ist die URL. Dann müssen wir einfach nur noch hier, zack, das URL ist gleich URL. Ja, genau. Und dann müssen wir hier sagen, okay, das ist halt jetzt meine Remote-URL/TR8. So ungefähr. Simon hat gerade gefragt, gibt es eigentlich ein Video oder eine Liste mit zu empfehlenden NPM-Packages? Und DJ Techno Styler, schöne Antwort, da gibt es viele. ja, klar, es gibt natürlich, was du zu Tausenden findest, ist natürlich dieses Awesome, was weiß ich was, und diese Awesome-Listen. Lustigerweise, als wir vorhin nach einer Alternative für Ngrok gesucht haben, es gibt sogar eine Awesome Ngrok-Alternatives-Liste. Jetzt so allgemein ein Video mit zu empfehlenden NPM-Packages oder eine Liste damit, kenne ich jetzt so spontan keine, weil das natürlich so ein Fass ohne Boden. Das hängt ja immer extrem davon ab, was du machen willst. Wenn es dann konkreter wird in eine bestimmte Richtung, jetzt irgendwie empfehlenswerte NPM-Packages für, was weiß ich, funktionale Programmierung oder Bildbearbeitung oder whatever, da wirst du mit Sicherheit sowas finden. Da ist, glaube ich, die beste Anlaufstelle tatsächlich nach diesem Awesome zu googeln. Hätte ich jetzt ansonsten keine bessere Antwort auf die Frage. Wie schaut's bei dir? Hast du da irgendwie eine coole Anlaufstelle, wo du sagst, da guckst du dann gerne nach? Oder was so für den Einstieg in dieses Ökosystem, was man jemandem vielleicht in die Hand drücken kann oder so? Nee, wäre mal eine interessante Idee. Das wäre mal eine interessante Idee. Auf der anderen Seite gibt es so viele Packages und mittlerweile ist da ja alles oben, dass ich mich ja, schwierig. Könnte man irgendwie mal aufschreiben nach Use Cases, ne? Also sowas wie Logger, HTTP, Clients, also das, was wir jetzt aussuchen, ne? Die man da alle kennt. Ja, das könnte man auch eine nette, so eine kleine Videoserie draus machen, so, ja. Keine Ahnung, irgendwie die 50 die besten 100 erfolgreichsten NPM-Packages. Ja, und dann mit Promis, die immer vorne dran sitzen und das dann kommentieren und so, weißt du? Mit Promis meine ich uns. Also dich. Also mich, ja. Und dann so. Axios, super Paket. Habe ich damals 99 das erste Mal verwendet. was das Stichwort erfolgreich ist, das ist echt traurig, was erfolgreich ist teilweise. Das, kein Witz, das meist heruntergeladene NPM-Modul von uns. Ja. Weißt du, was das ist? Total albern. Nee. Nein, ach, das wäre weit entfernt. Das am häufigsten runtergeladene NPM-Modul, was wir entwickelt haben, mit 1,2 Millionen Downloads pro Woche, ist das Boolean-Package. Oh nein. Das ist eine Funktion, da gibst du einen beliebigen Wert rein und die Funktion gibt true zurück, wenn dieser Wert eine 1 ist oder true oder ein String, wo true drin steht oder yes oder on. Und ansonsten gibt das Ding false zurück. Das ist alles. Das ist halt super auch für sowas wie ProcessEnv, ne? Also wenn man normalerweise ProcessEnv nutzt. Ja, das ist so für Kommandozeilen-Parsing und so ist das praktisch.
Aber das ist so ein, das ist ein Fünfzeiler. Und dass das so oft runtergeladen wird und dann auf der anderen Seite halt Module, wo du halt wochenlang, monatelang Arbeit reinsteckst, die dann irgendwie dreimal in der Woche runtergeladen werden, das ist echt traurig in gewissen Sinne. Na gut, du kennst ja das Is-Even-Package, oder? Ja. Und es ist uneven, hat eine Abhängigkeit auf Is-Even und negiert das. Auch ein, das ist echt das Geilste überhaupt. Es gibt ein Positive Zero Package und ein Is Zero or Positive. Mhm. Und es gibt mit Sicherheit auch ein Is Negative Zero Package. Also, mit Sicherheit. Oder Is Positive or Negative Zero. Oh, okay. Und so weiter. Ja, so wird man und, berühmt. Ja. So, hier, das funktioniert nicht. Warum? Also zum einen muss ich wahrscheinlich hier das irgendwie, ich mach's so, Remote URL und jetzt sagt er mir hier, das ist aber kein String, Kollege. Aber du hast ja eben gesagt, er ist String. Ah, und warte, hier ist natürlich noch das Problem, dass man jetzt, ja, eben, deswegen hat es mich gerade gewundert, aber der Fehler hier ist. Ach so, ja. Ich muss das natürlich so machen. Simon hat einen sehr schönen Vorschlag gemacht. Bully, nice. Wäre interessant, was passiert, wenn man das Package löscht. Analog, ja, das fände ich auch mal spannend. Dann ist Facebook down. Wahrscheinlich. Meta. Stimmt. Heißt das jetzt. Facebook gibt es nicht mehr. So, jetzt. Jetzt. Das heißt, jetzt kann ich das hier wegmachen und dann, ah ja, das meckert auch nicht mehr. Okay. Ja. Spannend. Warum ist das jetzt plötzlich doch ein String? Na gut. Ja. Naja gut, jetzt haben wir hier den David Golo-Song und Sickend wollen wir immer noch das gesamte Ding stoppen, das ist schon okay und danach ein Process Access machen und ja, guck mal, hier für das, für da ist es wichtig, dass das Stop Awaited wird, weil er sonst vermutlich ja, weil er sonst beendet. Schon anfängt den ja, genau. Mhm. So, jetzt okay. Muss ich ist es immer noch derselbe? Ja, es läuft immer noch, also dann gehen wir hier in die, keine Sorge, ich poste es jetzt nicht, in die in meinen Status Age. Ja, meine Güte, selbst wenn wir den Link jetzt leaken, dann starte ich das Ding halt neu. Remote-URL, da paste ich das jetzt rein, dann sage ich Export, Remote-URL ist gleich, Remote-URL, das müsste jetzt eigentlich klappen. Und dann sage ich TS-Node, beziehungsweise NPX-TS-Node. Node app.ts. Schauen wir mal. Wollen wir jetzt gleich was hören? Ja, so ungefähr. Also, kam das Stop bei dir an? Das weiß ich nicht, weil die Trommelklänge, die ja sowieso auslaufen sozusagen. Ja, ja, aber ich habe jetzt einen Stop geschickt, weil sonst wiederholt er ja den letzten Loop immer. Das heißt aber, ich habe es aufgehört, weil ich habe es jetzt beendet. Ja. Cool. Ja. Hey! Uhu. Also, das ist schon mal cool. Das heißt, die gute Nachricht ist, es funktioniert prinzipiell. Ja. Die schlechte Nachricht ist wir haben Timing-Issues. Wir haben Timing-Issues, was bei HTTP wo ich vorhin noch meinte, es ist ja dann doch irgendwie gut genug. Naja, vielleicht halt auch nicht. Mhm. Okay, also da müsste man sich überlegen, ob man eine Glasfaserleitung zu nehmen. Eine Glasfaserleitung zu nehmen? Nee, ob man halt das Remote Repository respektive das den Server dazu so umbaut, dass er nicht sofort die Play-Sachen ausführt, sondern dass er das buffert. Das Problem ist halt nur, wie lange, weil das müsste er ja, je nachdem, wie die HTTP-Nachrichten durchkommen, unterschiedlich lange buffern. Nee, wenn er, also wenn wir quasi, wie, weißt du, Inspiration von Discmans früher, die einfach mal prinzipiell 2 Sekunden Vorlaufzeit hatten. So, ja. Und dann konntest du schütteln für 2 Sekunden, das hat dem nichts ausgemacht. Und so würde ich es jetzt hier auch machen, also dass man quasi 2 Sekunden das in eine Queue steckt und dann anfängt, ja, die Queue abzuarbeiten. Dann ist man immer 2 Sekunden voraus und hofft halt, dass 2 Sekunden reichen. Ja, aber das Problem dürfte jetzt ja weniger sein, dass der Server nicht hinterherkommt. Das Problem dürfte ja eher sein, dass die Nachrichten unterschiedlich lang brauchen, bis sie von deinem System bei meinem System angekommen sind. Ja, weil dadurch, dass die Nachrichten ja keine Zeitstempel haben, wann dieser Klang gespielt werden soll. Das müsste man dann natürlich alles mit berücksichtigen. Also es ist
Ja. Macht die Sache größer. Aber stimmt schon, Zeitstempel ist eine gute Idee. Zeitstempel vom Schicken, dann beim Buffern die Zeitstempel entsprechend einsortieren und dann in der richtigen Reihenfolge runterspulen. Mhm. Also, genau, also Martin hat gerade gefragt, was geht denn über die Leitung? Noten oder Takte? Also es sind einzelne Noten. Genau, über die Leitung geht im Prinzip das hier. Die Note Value, Velocity und die, warum man das undefined sein kann, die Length. Also im Prinzip ein JSON-Objekt aus diesen drei Werten. Ja. Nein. DJ Technostyle hat gerade vorgeschlagen, oder ihr nehmt WebSocket. Das ist das, was wir vorhin im Vorfeld diskutiert haben, wo wir dann gesagt haben, ach nee, lass mal lieber ohne WebSocket machen. Und ihr buffert. Oder ihr nehmt Node Web RTC, hat noch weniger Overhead, weil ihr da UDP einstellen könnt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, andere Protokolle. Und ja, du hast leider recht. Also und das sind genau die Optionen, die wir auch, also wir hatten nicht über Node Web RTC gesprochen, aber wir hatten im Vorfeld auch überlegt, ob wir das Ganze über WebSockets machen oder über UDP oder ob wir uns ein Raw TCP-Protokoll selber schreiben und haben dann gesagt, okay, der Einfachkeit halber, lass uns erstmal mit HTTP starten, mal gucken, wie gut oder schlecht das funktioniert. Das sehen wir jetzt, das Internet ist nicht echt zeitfähig, also zumindest nicht für Musik. Komisch. Ja, ist echt seltsam. Ne? Also ich denke mal, ein ganz gravierender Punkt wäre, dass wir weniger Verbindungen haben, dass wir eher eine Verbindung haben, ja, über die dann geschickt wird, weil dann nicht wobei das immer noch unterschiedlich geroutet werden kann, die einzelnen Datenpakete. Ja, und wahrscheinlich ist UDP insgesamt doch eine ganz gute Idee. Buffern ist trotzdem wahrscheinlich eine gute Idee. Und Martin meinte gerade noch, beim Empfänger müssten die Noten einsortiert werden in Takte. Was natürlich die Frage aufwirft, ob man nicht einfach gleich ein ganzes Pattern überträgt, zum Beispiel. Wobei das natürlich, Und Simon fragt gerade noch, ist HTTP mit Keep Alive eingestellt? Könnte auch noch helfen. Das ist auch eine coole Idee, dass quasi die Verbindung wiederverwendet wird. Aber das macht Node, if I remember correctly, automatisch mit 120 Sekunden. Also würde mich jetzt ehrlich gesagt wundern, wenn es nicht so wäre. Ich glaube, der Haupttrick ist das Buffering. Also klar, dass UDP und dass es schneller geht, das ist alles keine Frage. Aber ich glaube, wie du gerade sagtest, selbst bei UDP und bei allem anderen kann das ja immer noch anders geroutet werden, unterschiedlich lang dauern. Da kriegt man ja keine Garantie. Und ich glaube, um das Buffering kommt man nicht rum. Was man machen könnte für ein einfaches Buffering, man könnte quasi. Also die Funktionen werden ja bei dir jetzt lokal auf dem System aufgerufen. Mhm. Und lokal, also das haben wir ja bei mir auf dem System gesehen, lokal scheint es ja zu funktionieren quasi, dass es da von der Latenz her okay ist. Also da scheint Node schnell genug zu sein. Idee wäre, dass man es ist jetzt so ein bisschen ins Unreine formuliert wahrscheinlich. Die Idee wäre, dass man hingeht und quasi in dem Moment, wo bei dir jetzt die Play-Note-Funktion aufgerufen wird oder wo die Stop-Funktion oder was auch immer aufgerufen wird, dass man da, also dass man quasi, wenn der Song startet, eine Uhr mitlaufen lässt. Und dass man quasi die Anzahl der Millisekunden misst, die seit dem Start des Songs vergangen sind und das mitschickt. Und der Remote Synthesizer, also die API, sobald die das erste Signal empfängt, startet die auch eine Uhr, aber mit 2 Sekunden Vorlauf. Das heißt, die fängt bei -2 Sekunden an, lässt 2 Sekunden verstreichen, nimmt einfach alles entgegen, was kommt, und fängt dann an, sozusagen, wenn sie bei null ist, sozusagen die Sachen zeitgemäß einzusortieren und so wie so eine Queue abzuarbeiten quasi, weil damit hättest du 2 Sekunden Vorlauf, damit hättest du Millisekunden genau die Angabe, wann welches Play-Note kommen soll. Und so könnte man das mit dem Buffering quasi lösen. Und dann kannst du halt beliebig viel Latenz einstellen, ob du jetzt mit 2 Sekunden oder mit 30 Sekunden arbeitest, ist ja dann im Grunde genommen gupst wie gesprungen, aber das System wäre ja das Gleiche. Mhm. Ich meine, das, was Martin sagt, stimmt schon auch. Die Uhr wäre eigentlich der Takt. Also theoretisch, wenn wir irgendwie an den Takt kämen hier in der Play-Note. Aber das wirft halt unser gesamtes Konzept wieder über den Haufen, ne? Ja.
Also so, wie wir es gerade implementiert haben. Also das, was du sagst, finde ich cool. Weil dann ist es auch taktunabhängig. Dann ist es halt ein reines, also das ist ein reines Transportprotokoll-Feature, sage ich mal, und hat nichts mit dem Song zu tun. Genau. Und der Song bleibt davon erstmal ungerührt. Ich meine, ich glaube, prinzipiell wird es wahrscheinlich auch funktionieren, wenn man es nach Timestamp sortiert. Also nach abgeschickt Timestamp, wenn ich den dran hänge und das du bei dir wieder sortierst. Weil bei mir wird es ja vermutlich in der richtigen Reihenfolge losgeschickt. Und wenn ich da jetzt jeweils einen Timestamp dran packe, dann kannst du es ja, wenn du es 2 Sekunden bufferst, bei dir auch einfach nach Timestamp wieder sortiert spielen. Stimmt. Also ja, das wäre tatsächlich relativ simpel. Dann lass uns das doch mal einbauen. Dass bei dem Data jeweils einfach noch Date Now mitgeschickt wird. Ja. Dann machen wir das hier zu Node Data, sagen, okay, das ist. Martin sagt gerade noch, das waren genau meine Fragen bzw. Gedanken beim Ende des letzten Livestreams. Sieh es mir bitte nach, wenn ich mich ad hoc gerade nicht mehr erinnere, welche Fragen du gestellt hast. Aber ich gucke nachher noch mal rein, beziehungsweise ich finde es gut, dass du. Dass du in die Richtung dir schon Gedanken gemacht hast. Und Martin hat gerade noch gefragt, stimmt denn die Reihenfolge nicht? Also ist das denn überhaupt das Problem, was wir gerade Kann alles passieren. Wir hatten Timing-Issues, weil halt bei dir zu spät die Notes gespult wurden. Kann natürlich auch sein, dass die Reihenfolge, das hört man halt so schwer. Aber ich schätze mal, es liegt alles im Bereich des Möglichen. Ja. Dass sowohl Reihenfolge falsch läuft, als auch Und DJ Technostyler sagt gerade noch zu Recht, dass mit dem Timestamp funktioniert aber nur so lange, wie ihr euch den Song zusammenbaut. Sobald dann ein UI dazukommt, ist es wieder kaputt. Wieso? Wenn ich beim UI dann eine Klaviatur habe und da eine Taste drücke, um eine Note zu spielen, gut, das wird eh nicht klappen, aber dann. Also das ist ja eh nur bei einem Song relevant. Und ich glaube, unsere UI-Idee war ja eigentlich eher das in Richtung, was auch Martin gerade eben vorgeschlagen hat, dass man eher Patterns hochschiebt. Also anstatt einzelne Play-Notes zu machen. Das heißt zusätzlich, also zu unser Live-Song, das ist ja nochmal was anderes, da können wir dann eh einen anderen Weg gehen. Da braucht man dann keinen Remote-Synthesizer mehr. Das hier ist ja jetzt eher, ich drücke bei mir auf Play und spiele halt bei dir. Also ich glaube, das sind 2 unterschiedliche Features an der Stelle. Ist halt die Frage, wie man sich das nachher mit dem Live vorstellt. Wenn du jetzt quasi in der UI dir irgendwas zusammenklicken würdest für ein Pattern. Ja. Und dann sagst du, und das Pattern will ich jetzt hören, aber dann ist das ja quasi wie ein Takt, der in dem Song existiert, nur dass die Quelle halt eine andere ist, ja. Lass uns mal mit dem Timestamp anfangen. Keep it simple. Und das erstmal, um zu gucken, ob das überhaupt uns quasi an der Stelle weiterhilft. Brauchen wir für Stop auch? Ja, wobei Stop ist mir ja egal, wenn ich Nee, weil das Stop muss ja auch 2 Sekunden oder wie viel auch immer verzögert werden. Dafür müssen wir wissen, wie lange. Wird das Stop in einem Song überhaupt ausgeführt? Ja, ganz am Anfang wird das ausgeführt, damit die Synthesizer sich resetten. Und am Ende, also wenn du Ctrl-C drückst, wird es ausgeführt. Und wenn der Song endet, ohne dass er hinten im Loop-Modus läuft, dann wird es auch ausgeführt. Okay. Naja, gut, ich habe es jetzt mal hinzugefügt. Dann schadet ja auch nicht. Soll ich es weiterentwickeln oder willst du wieder die Serverseite? Ich sag mal so, ich habe gerade nichts dagegen, wenn du weitermachst. Okay. Dann mache ich weiter. Das heißt, wir müssen jetzt hier ja im Prinzip so eine Art pro API, so eine Art Buffered Queue aufbauen. Ja, und der Punkt ist, und da hat Hugo gerade einen ganz spannenden Punkt ins Spiel gebracht, dann braucht man wohl sowas wie eine Priority Queue, oder? Genau. Wobei die Priority Queue Priority Queue ist ja üblicherweise ein Heap als Datenstruktur. Wobei das an der Stelle relativ simpel sein kann, glaube ich, weil wir ja hier nicht über Tausende, Zehntausende von Einträgen sprechen. Das ist ja alles relativ überschaubar, wie viele Noten so innerhalb von 2 Sekunden kommen. Lass das mal 50 sein, dann ist das wahrscheinlich schon sehr, sehr viel. Mhm. Und zum Zweiten können wir da einfach immer nach dem Minimum gehen. Wir suchen uns immer den kleinsten Timestamp, weil das ist das, was als nächstes kommen muss. Und wenn es mehrere gibt, die gleichzeitig passieren sozusagen,
dann nimm halt irgendeinen von denen, also in der Hoffnung, dass die so dicht hintereinander gespielt werden, dass sich das dann quasi fürs Ohr wie gleichzeitig gespielt anhört. Das ist ja, wenn wir es lokal laufen lassen, auch nicht anders. Also insofern, ja, wir brauchen sowas wie eine Priority Queue, aber die Implementierung kann ziemlich simpel sein. Im Grunde genommen ist das ein Set, wo wir die Noten reinschmeißen und uns zum Abspielen immer die kleinsten sozusagen raussuchen. Ist das so? Also gut, ich mache mal. Nennen wir das mal Priority Queue. Gleich New Set. Das ist ein also, Set. Ja, ich weiß nicht, ob ich wirklich ein Set nehmen würde. Das war jetzt mehr so. Ach so. Kann auch ein Array. Also ein Array hätte den großen Vorteil, dass wir die ganzen Array-Funktionen da drauf haben. Diese Datentypen Set und Map und so in JavaScript, die sind ja theoretisch cool, aber du kannst sie nicht als JSON serialisieren. Du hast diese ganzen Array-Funktionen nicht drauf. Ich finde die relativ unpraktisch, um ehrlich zu sein. Also ein Array. Genau. Dass wir so jedes Mal, wenn wir pushen, neu sortieren müssen, das kann natürlich auch. Müssen wir nicht. Weil wir können einfach, wenn wir was abspielen wollen, das Minimum raussuchen. Ja, aber dann müssen wir es danach raus. Und danach dann rausschmeißen. Rausschmeißen. Ui, ja. Das wird spannend. Oh, ich bin gespannt, ob das funktioniert. Okay, das heißt, da hier ist, statt also, Playnode machen wir ein PriorityQ.push. Und zwar hier wieder, das können wir ja auch uns auch wieder alles Ja, DJ ja. Technostyler hat recht wegen der UI. Das mit dem UI kann schiefgehen, sobald ihr mehrere gleichzeitig spielen lassen ach wollt. So. Dann stimmen nämlich die Uhren nicht überein. Ja. Ja, gut, aber möchten wir mehrere gleichzeitig spielen lassen? Ich glaube, das muss man wirklich nochmal trennen mit der UI. Weil der Punkt ist, ich glaube, dass die UI so sein sollte, dass die UIs alle, also dass du in der UI ein Pattern erzeugst, dieses Pattern an einen Server schickst und dieser eine Server dann dafür zuständig ist, das an die Synthesizer zu schicken. Ja. Entweder, und der Server, also jetzt in unserem Beispiel, entweder würde ich bei mir lokal einen Server starten, also einen Server starten, der halt direkt auf die Geräte geht und du würdest mir zum Beispiel ein Pattern schicken. Ja. Oder David würde den Server starten, an den du Patterns schicken kannst. Und Davids Server würde mit meinem Server als Remote-Synthesizer sprechen, der dann hier die Hardware-Synthesizer ansteuert. Und damit würde die Kontrolle über das Ablaufenlassen des Songs immer von einem Rechner kommen, egal von wie vielen und von welchen Usern der sozusagen Patterns zugesendet bekommt. Also dass man wirklich live spielen kann, im Sinne von ich drücke eine Taste und dann kommt ein Ton, das wird, glaube ich, das ist, glaube ich, unrealistisch. Das wird mit der Latenz nicht hinhauen. Also das macht die Latenz sowieso unmöglich, weil wenn du jetzt, sobald du Latenz einbaust mit Buffering, drückst du eine Taste und du hörst nichts und dann musst du ja loslassen, bevor der Ton angefangen hat. Oder also da gut, man es ja könnte, quasi blind ja, vorspielen. Ja, es ist dann eh blind. Ich meine, die Latenz ist wahrscheinlich nicht mal so schlimm. Man könnte halt sich überlegen, ob man die Buffer-Time konfigurierbar macht. Und dass man vorher sagt, also wenn ich jetzt ein UI habe, wo ich live spielen will, dann setze ich die halt auf 0. Dann fängt es halt sofort an, runter zu spielen. Und kickt ihn halt dann gleich wieder raus. Und ansonsten starten wir halt immer erst nach den 2 oder 3 Sekunden. Aber ja, ich glaube auch, dass an die UI andere Anforderungen gelten als das, was wir jetzt hier gerade tun. Im Prinzip, was wir jetzt hier gerade tun, ist, ich spiele einen Song bei mir ab und der läuft bei dir runter. Also automatisiert. Ja, oh, das aber wird ja lustig. Also das ist übrigens, also was wir jetzt hier gerade machen, ist, glaube ich, die hohe Kunst bei Musik. Also wenn du dir jetzt so professionelle Sequencer-Software anschaust, wie Logic Pro oder Ableton Live oder Cubase, die haben alle Latenzeinstellungen, wo du im Millisekundenbereich irgendwelche Latenz-Krimskrams tunen kannst, um unterschiedliche Kabellängen auszugleichen. Und solche Sachen. also es ist ja tatsächlich in der realen Welt so, wenn du ein Instrument auf einer Bühne anschließt mit einem 20-Meter-Kabel, dann hat das einen längeren Signalweg als eins, was einen Meter neben dem Mixer steht. Und das macht sich natürlich irgendwo im Millisekundenbereich bemerkbar. Ja. Und solche Sachen, oder dass halt ein Software-Synthesizer aufgrund der Rechenleistung deiner Maschine mit der internen Verbindung halt irgendwie eine andere
Ansprechzeit hat als halt ein Hardware-Gerät, was neben deinem Rechner da gibt es so feingranulare Einstellungen und das wirklich safe hinzubekommen, dass das wirklich in Sync läuft, das ist, glaube ich, ein Riesenthema für sich. Und das ist aber, also das kann am Ende des Tages, glaube ich, nicht unser Anspruch sein. Also es wäre schön, es so weit zu kriegen, dass über diese Verbindung, die wir jetzt haben, so Pi mal Daumen funktioniert. Aber ich glaube, dass der Anspruch nicht sein kann nachher, dass wir mit 50 Leuten gleichzeitig perfekt auf die Nanosekunde in Sync remote. Ich schätze auch mal. Also deswegen eher diesen Pattern-Ansatz, wo man dann von unterschiedlichen Quellen Patterns sozusagen einsammelt, die einqueued und dann arbeitet ein Server das ab. Ja. DJ Technostyler hat gerade noch eine ganz spannende Sache geschrieben. Was ihr machen könntet, ist mit CRDTs arbeiten, die Requests etwas buffern und dann das CRDT-Dokument abspielen. Das finde ich auch eine mega spannende Idee. Aber ja, lass es uns erstmal mit schnelleren Verbindungen versuchen. Und ja, und Simon hat noch geschrieben, und sie haben vor allem auch eine MIDI-Clock. Das, also die ganze Synchronisation so über so ein Hardware-Setup, das ist ja auch nochmal so ein Thema. Also wie gesagt, von daher muss man, glaube ich, an der Stelle, was uns angeht, gewisse Abstriche hinnehmen. Können wir hier diese Verbindung, die haben wir jetzt schon so oft verwendet, und jedes Mal destructuren wir sie und jedes Mal sind es eigene Typen. Können wir das nicht mal irgendwie strikt typisieren? Weil ich wollte jetzt gerade hergehen nebenher und mal noch, damit hier es nicht zu Verwirrungen kommt, den Buddy noch typisieren. Und da ist jetzt Node-Data ist ja wieder so ein Ding. Ich glaube, wir haben es nur gemacht, weil wir den Namen nicht wissen. Aber ich hätte gern dafür einen eigenen Type. Play-Node-Options? Play-Node-Args? Irgendwie sowas. Das ist gut, tatsächlich Playnode, wo also, die Playnode-Funktion, die ist ja eigentlich im Synthesizer. Hier ist es definiert, hier wäre es tatsächlich sinnvoll. Also dann wäre es ein Playnode-Arx. Ja. Bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt, aber jo. Genau genommen sind es nicht die Args, sondern die Params. Export, ja. So. Und lass uns bitte statt Params, lass uns Parameters sagen. Diese Abkürzerei, die geht gar nicht. Oh, und da war noch ein Typo. Ja. Apropos Typo, ich habe die Tage ein Twitter-Profil von jemandem gesehen, ich habe aber vergessen, wer das war. Und in der Bio stand, fand ich sehr amüsant, Professional Typo Writer. Fand ich irgendwie süß. Das ist auch cool. Aber nicht, dass er Typo 3 gemeint hat. Nee, also es war schon ironisch gemeint. Okay. DJ Technostyler hat noch geschrieben, kleiner Tipp zum Vormerken, solltet ihr euch für CRDTs entscheiden, könnt ihr das NPM-Package Auto-Merge verwenden. Nur so als Tipp. Okay, das sagt mir gar nichts, aber ich mache es mir nebenher mal auf und packe es in meine Ich-möchte-es-noch-lesen-Liste. Das heißt, in 3 Jahren oder so? Nein, so lange wird es nicht dauern. Setze das jetzt mal überall ein, wo ich es auf die Schnelle finde. Mhm. OPQS. Wahrscheinlich ist das hier auch noch. Nee, da ist es richtig. Im Synthesizer ist es auch richtig. Okay. Und im Playnode Body habe ich es jetzt auch. Und jetzt kann ich an dem HTTP-Synthesizer sagen, naja, mit S haben wir keine Type Safety, ne? Ja. Dann müssen wir das halt hier anders machen. Const Data ist gleich. Und das ist jetzt ein Play-Node-Body. Und dieser wenige welche besteht hier raus. Und dann können wir nämlich unten das Data-Objekt wieder einfach so definieren. Hier natürlich das so machen. So. Sollen wir dann bei der Signatur nicht dieses Node-Data
rauswerfen und da dann auch Planode-Parameter sagen und Planode-Parameters. Planode-Parameters. Und so würde ich es dann in Planode-Body auch nennen. Und dann können wir hier auch, warum auch immer da undefined ist, haben wir das typisiert? Ich glaube nicht, ne? Und das hat davor falsch. Ja. Ah, viel schöner. Mhm. So. Jetzt kann man nämlich hier sagen, hier können wir jetzt mit as arbeiten. As play node body. Dann wird der meckern, genau. Dann können wir nämlich hier sagen, das ist einmal die Playnode Parameters und die Time. Dann müssen wir Play. Ja, was pushen wir jetzt eigentlich in das? Eigentlich doch genau den gesamten Body, oder? Und dann sortieren wir die Nummer bei nach dem Body. Nach der Time. Ja. Mhm. Oh, Notation, ich liebe es, aber müssen wir jetzt wohl machen. Dann ist das ja ein Array von PlayNodeBodies. Mhm. Dann können wir das auch hier gleich PlayNodeBody nennen und dann hier sagen push PlayNodeBody. Klingt irgendwie ein bisschen PlayNodeBody. Mhm. Und jetzt sagt er hier an Save References. Ja klar, weil das hier asynchron ist und wir jetzt hier ein synchrones Array reinpacken. Das ist natürlich ein bisschen, kann jetzt natürlich sein, dass zwei unterschiedliche Requests in das Array reinpacken. Nein, das ist oder? Nicht das Problem. Das Problem ist, dass das PlayNode noch auf NodeValue und Velocity geht und dass das von sonst wo kommt. Ah, okay. Ich nehme alles zurück. Dann müssen wir Achso, wir können ja. Oh, jetzt können wir immerhin. Eine Sache ist dann gut. Wir können hier. Nee, können wir nicht. Kommt bei Push nicht das Array zurück? Ach Gott. Aber wir müssen es ja jetzt mutable machen, ne? Weil im mutable wird es jetzt nicht funktionieren. Wenn ich jetzt jedes Mal ein neues Array definiere, dann fliegt uns das um die Ohren, je nachdem. Ja, aber machst du ja nicht. Ja, wollte ich aber. Aber okay. Und dann machen wir Priority Pew.sort. Oh Gott. Das ist halt jetzt die Frage. Willst du, also jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder sortiert man jetzt nach jedem Pushen oder man sucht sich beim Abspielen das jeweilige Minimum raus. In der Erwartung, dass die ungefähr, vergiss es. Fürs Minimum suchen musst du ja über alles drüber laufen. Ist ja völlig egal, ob das vorne oder hinten steht. Wohingegen das Sortieren, wenn es ein intelligenter Algorithmus ist, mehr oder weniger macht. Je nachdem, wie sortiert das Ding schon ist. Ja, und dann, und es ist wahrscheinlich intelligenter, es beim Pushen zu machen, als beim Auslesen, weil du da ja noch Zeit hast, bis es mal ausgelesen wird. Ja, dann lass es uns erstmal mit dem Sort machen. Einfach ganz, ganz stumpf. Das Einzige, was nicht passt, was mir gerade auffällt, ist, dass wir ja auch nachher den Stop-Befehl da rein pushen müssen im Prinzip. Also es ist kein Play-Node-Buddy. Stimmt, es wäre also eigentlich ein entweder halt ein Instruction, halt eine Reihe von Aktionen, die halt ausgeführt werden sollen, wo halt PlayNode eine davon ist. Also man müsste neben dem PlayNode-Body, also eigentlich hätte man einen Typ von einer Aktion, nämlich PlayNode oder Stop oder sowas. Dann gibt es Parameter dazu und wir haben einen Zeitstempel. Oder wir packen Closures rein, Funktionen. Also, das hat was. Dass man im Prinzip, also der Typ wäre dann im Prinzip die Time, das ist unsere Number, und die Action ist halt einfach eine Funktion. Mhm, ja. By the way, Christian ist gerade gekommen. Hallihallo, schön, dich zu sehen. Und jetzt kann ich dir auch nochmal persönlich sagen, Christian, vielen Dank für den Tipp mit dem Terminal-Plugin für Atom. Funktioniert 1A. Habe ich vorhin auch schon benutzt. Wir sind jetzt gerade bei David auf dem Rechner. Aber war ein guter Tipp. Vielen Dank. Also da ist im Prinzip dann das hier. Ja, danke. Du bringst den Golo immer näher zu Visual Studio Code, wo das einfach alles schon drin ist und man da ewig nicht suchen muss.
So. Und das ist natürlich, oben ist das natürlich ein Array. Jetzt können wir das auch rausziehen. Jetzt lassen wir es erstmal so. Lass es uns erstmal testen. Und der Return-Type ist an dieser Stelle void. Und das funktioniert. Ja. Und an dieser Stelle können wir dann sagen, weil wir da auch den Buddy rausziehen. Zacki die Bumm, zacki die. Sollen wir das auch gleich typisieren? Ja. Stop Body. Oh, Stop Body. Stop your body. Interface Stop Body hat ein Time. Das ist eine Number. Ambrosius fragt übrigens gerade noch, was ist denn mit dem Abspielen bzw. Triggern von Akkorden? Das ist ein Problem, um das wir uns bislang drum herum gedrückt haben, weil die TB3 monophon ist. Das heißt, die kann sowieso nur einen Ton gleichzeitig wiedergeben. Das ändert sich, sobald wir das System 8 mal noch angeschlossen haben. Weil das Ding kann dann halt das Polyphon, das kann dann halt auch Akkorde und Ähnliches wiedergeben. Da ist es ja so, dass du ja sowieso eine Reihe von individuellen Play-Note-Befehlen schicken musst und die halt einfach nur zeitlich so dicht hintereinander kommen müssen, dass es sich quasi so anhört, als wären es, als würden sie gleichzeitig angeschlagen. Also wirklich gleichzeitig gibt es an der Stelle in MIDI ja nicht. Ja, das ist eins der Themen, die wir auch als nächstes angehen werden. Also wahrscheinlich im nächsten oder im übernächsten Livestream, dass wir da mal einen Schritt weiterkommen. Heißt jetzt für unsere Remote-Geschichte, dass sich im Prinzip, wenn die verlässlich läuft mit dem Zeitstempel, dass sich dadurch nichts ändert. Weil dann einfach Play-Note-Aktionen so dicht hintereinander geschickt werden, dass sie praktisch wieder gleichzeitig abgespielt werden. So, jetzt ist denn der Stop-Buddy. Die Time holen wir uns aus dem Stop-Buddy. Ja, im Prinzip können wir hier tatsächlich auch mit Destructuring arbeiten. Time und. Ich hole mir ganz kurz noch was zu trinken. Sofort wieder da. Action ist dementsprechend dann ein Synthesizer. Ja. Jetzt spielt gerade mein. Das passiert witzigerweise immer nur im Livestream so extrem, dass mir mein NeoVim so abkesselt und ich hier neu starten muss. Ist auch nicht, vielleicht tippe ich im Livestream zu nervös und drücke irgendwelche Tasten, die ich nicht drücken will. Das war zu viel. So. Void. Okay, so. Jetzt müssen wir uns nur noch darum zu kümmern, die zu sortieren. Da würde ich sagen, machen wir aber eine Funktion draus, damit wir das zweimal ausrufen können. Wir könnten. Da würde ich jetzt sowas wie Lodash nehmen, weil ich finde diese. Ich wollte gerade sagen, wir könnten sowas wie Sort by von Lodash nehmen. Weil das jetzt selber zu bauen ist irgendwie Banane und da ist ja jetzt hier nicht um High Performance. Zeugs geht, ob das jetzt 3 Millisekunden schneller oder langsamer geht, ist egal. Ja. Dafür haben wir ja genug Puffer nachher. Insofern, ja. Jetzt aber die große Frage, ist Lodash Sort by Mutating? Ich glaube nämlich nicht. Ich guck mal nach. Steht das nicht vielleicht auch hier? Nein, steht leider da nicht. Lodash. Sort by. Creates an array of elements. Sorted in ascending order. Bla 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 bla. This method performs a stable sort. Tja, ob das Original-Array mutated oder nicht, steht da leider nicht. Ja, wenn da steht creates an array, dann hat sich die Frage nicht beantwortet für mich, weil dann generiert es ein neues Array. Die Merge-Funktion gibt ja auch ein neues Objekt zurück, modifiziert aber auch das erste. Ja, aber das modifiziert das erste, das du reingibst. Ja, genau. Und es gibt es aber auch zurück. Haben wir hier nicht schon Tests irgendwo? Aber ich habe gerade mal geguckt, bei Merge, da steht explizit: Note, this method mutates object. Insofern gehen wir mal davon aus, dass Sort by vielleicht nicht mutated. Ja, das ist blöd.
Warum? Weil wir ja eigentlich können. Also, Warum ist das blöd? Was sort by mutated? Nein, also ich sagte gerade, also bei Merge steht explizit dabei, dass es mutated. Insofern würde ich davon ausgehen, dass sort by nicht mutated. Und dann wäre das doch eigentlich. Ja, aber dann müsste ich ja jetzt, das ist ja blöd, weil jetzt, wenn ich jetzt hier sort by mache, dann müsste ich ja die Priority Queue neu assignen und hätte dann das Risiko, dass gegebenenfalls, wenn jetzt, wobei wir sind ja eigentlich in JavaScript, ist ja eigentlich single-threaded, ne? Eigentlich haben wir kein Problem. Ja, haben wir auch kein Problem, weil ja, dann, dabei kann nichts schief gehen. Dann machen wir das doch einfach hier mit Let. Dann bräuchte man theoretisch hier auch keinen Push, sondern dann könnte man hier auch theoretisch dann sagen, naja. Machen wir es jetzt mal mit Push. Wir generieren ja dann eh ein neues. Also Priority Queue. Das ist so lustig. Michael hat gerade geschrieben, ich feiere das. Das ist nämlich auch eine Option, die wir im Vorfeld durchgesprochen hatten. Ja. Sollten wir nicht vielleicht über HTTP 2 gehen, weil man da ja auch das Multiplexing hat und dann tatsächlich weniger Overhead hat, weil die Verbindungen im Zweifelsfall auch, also es sind ja dann nur noch logische Verbindungen, keine physischen mehr. Und ja, das wäre tatsächlich auch noch eine Option. Der Grund, warum wir das verworfen haben, so für den ersten Anlauf, ist eigentlich der ganz dumme Grund, dass man für HTTP, also dass wir zum einen beide mit dem HTTP2-Modul, was in Node integriert ist, noch nicht wirklich was gemacht haben. Ich habe mit HTTP2 schon gearbeitet, aber immer mit dem SPDY-Modul, was inzwischen allerdings nicht mehr weiterentwickelt wird, zugunsten des HTTP2-Moduls, was in Node integriert ist. Und zum Zweiten, weil wir dann bei HTTP2 nicht mit Axios hätten arbeiten können, weil das noch keinen HTTP2-Support hat. Und zum Dritten, weil wir uns dann mit Zertifikaten und Co. hätten herumschlagen müssen, was jetzt auch kein Weltuntergang ist. Aber es, wir brauchen es halt an der Stelle nicht und das wollten wir halt gerne vermeiden. Aber ja, das ist auch noch so ein, ist ein guter Punkt. So, was hat er jetzt hier? Pressure is constant. Ah, hä? Habe ich das nicht vorher gelettet? Ah, nee, scheinbar nicht. Okay. Ich dupliziere das jetzt. Ich meine, normalerweise würde ich das jetzt alles anders bauen, aber es ist okay. Hier, so zum, für Testzwecke. Wir refactoren das später. Und jetzt muss ich ja im Prinzip, bevor ich die API zurückgebe, hier sozusagen mit einem Set-Timeout arbeiten. Und dann nach 2000 Sekunden anfangen, diese Priority Queue abzuarbeiten. Ja, und man muss jetzt bei diesem Abarbeiten ja aber auch noch berücksichtigen, dass man den Zeitversatz von den Nachrichten, die da drin stecken, berücksichtigt. Sonst kommen die jetzt ja alle auf einen Schlag hintereinander. Ach, stimmt, das habe ich ja. Oh. Das heißt, wir müssen uns jetzt, wir müssen quasi am Anfang, wir brauchen jetzt sowas wie quasi einen Startwert, den setzen wir auf 0. Das Erste, was wir uns aus der Queue rausholen, darauf setzen wir diesen Initialwert. Ja. Und dann muss man quasi immer so viele Millisekunden warten, wie Abstand ist zu dem nächsten Minimalwert. Wow. War das halbwegs verständlich? Ja, aber das ist schon hart. Okay, also dann holen wir uns das Head aus dem, wenn wir schon Lodash haben, können wir es ja auch gleich richtig machen. Oh, Christian Bär hat übrigens gerade noch geschrieben, Lodash sort by ruft, soweit ich das überblicke, Array sort auf und das arbeitet in place und ich sehe kein Array copy vorher, Punkt, Punkt, Punkt. Ach so, deswegen wollte ich es also vorher testen. Wir haben doch hier Unit-Tests, lass uns doch mal hier. Test, Lodash, mutates, arrays. Ja, das ist jetzt völlig an der falschen Stelle, aber ich nutze mal ganz gerne so Tests, um das halt, um sowas zu testen. So, also, dann haben wir hier unser Array. Machen wir es doch gleich mal hier realistisch. Wir haben eine Time von 1 und die Action ist mir egal. Und wir haben eine Time von 2 und dann drehen wir das vielleicht um, damit man auch tatsächlich was sortiert. Und jetzt sagen wir sort by Array, Komma, zack, und sagen hier current und sagen hier current.time. Jetzt will er natürlich hier, dass das ein asynchroner Test ist, der mit promise void arbeitet. Dann will er natürlich, dass wir hier
das importieren. Dann will er natürlich, dass wir hier einen Punkt machen. Und dann will er noch, dass hier der Return-Type gesetzt ist. Number. Und jetzt können wir assert that array 0.time is equal to 1. Und wenn wir da oben dann das noch richtig einsortieren, dann können wir über, wie starten wir denn hier Tests? npx-roboter-test. Type unit, glaube ich, war das, ne? Oh, Type hat man auch nicht gebraucht. Ha, nee, es mutated also nicht. Okay. Nun gut. Können wir jetzt noch den Double-Check machen. New Array ist gleich und dann können wir assert that New Array gleich Array ist false. Wenn der durchläuft, dann ja, na ja, dann ist, okay. es ist tatsächlich ohne Mutation. Also alles richtig gemacht. Okay, das heißt, wir haben hier einen internal Time, die dann im Prinzip losläuft. Genau, und die müssen wir halt mit let, nicht mit const setzen, weil die ja genau, geändert werden muss. Klar. Genau, und dann holen wir uns jetzt in dem Set Timeout, das ist ja jetzt das Initiale. Genau. Und da gehen wir jetzt hin und holen uns quasi das erste Element raus. Genau, die Priority Queue ist leider, haben wir die in der Vorschleife definiert, das war wahrscheinlich nicht. Und wir müssen noch was berücksichtigen, es kann nämlich sein, dass überhaupt nichts drin ist in dieser Queue. Ja. Was können wir hier prüfen? If is nil next. Dann wart noch mal 2 Sekunden, oder? Kann aber sein, dass nach 10 Millisekunden, das haben wir jetzt ja pro Endpunkt, pro Synthesizer. Es kann ja sein, dass für einen Synthesizer noch nichts vorliegt, aber für einen anderen schon. Das heißt, es kann ja sein, dass ein Synthi am Spielen ist. Ja, aber die Queue haben wir jetzt eh für jeden Synthesizer einzeln. Das habe ich jetzt innerhalb, siehst du, es wird langsam schon unübersichtlich. Ich habe es jetzt innerhalb der Vorschleife. Also für jeden Synthesizer gibt es hier einen eigenen. Ja, ich bin. Das ist wahrscheinlich nicht so geschickt, oder? Wir könnten natürlich eine Priority Queue auch für alle Synthesizer gleichzeitig machen, weil im Prinzip dadurch, dass wir hier mit Actions arbeiten, ist es völlig egal. Stimmt, ja. Und dann hätten wir den Vorteil, dass wir nicht in unterschiedliche Timings der Synthesizer rennen, sondern dass dann die Time zumindest. Aber ja, das Problem ist halt, dass wir dann gegebenenfalls relativ ähnliche Timestamps bekommen, oder? Ist ja egal. Okay. Also, was hat er jetzt? Ah, jetzt ist es unsafe references. Warum? Dann kann das hier doch wieder raus. Sollen wir dieses internal time gleich 0 nicht auch mal nach oben schieben? Zu können der wir gleich, Q? Ja, können wir gleich machen. Ich frage mich nur gerade, warum Mecker da jetzt hier. Function declared in loop contains unknown variables priority, priority, priority. Ja, gut, ja, Wahnsinn. Okay, ja. Und warum ist das jetzt unsafe? Kannst du nochmal die. Achso, steht da unten. Function declared in a loop contains unsafe references to variables priority queue. Was ist denn die ESLint-Regel, die da verletzt wird? No loop, was? Ja, die habe ich gerade schon offen. Das ist TypeScript No Loop Funk und das ist einfach nur ein Wrapper für die No Loop Funk von ESLint selber. Okay, und die Beschreibung ist: Writing functions within loops tends to result in errors due to the way the function creates a closure around the loop. Das gilt doch aber nur fürs Function Keyword, oder? Nee. Hä,
also der Unterschied zum Function Keyword ist ja hier, dass wir das Äußere capturen, aber das ändert ja nichts dran, dass es als Closure fungiert, potenziell. Also ehrlich gesagt glaube ich, dass die Regel dich davor schützen soll, komische Effekte mit Closures zu haben, die du nicht haben willst, wenn du nicht weißt, wie Closures funktionieren. Ja. Ich würde es an der Stelle, glaube ich, einfach mal aus. Ja, genau. Genau das. Für einfach jetzt. Wir werden ja sehen, ob wir in komische Effekte rennen. Mhm. Ich glaube, prinzipiell würde ich diese ganze Priority Queue Nummer eh anders bauen. Aber für jetzt ist es, glaube ich, okay. Vielleicht wird es auch Sinn machen, noch, was mir jetzt gerade kommt. Ja, wobei, dann könnte man die Synthesizer nicht synchronisieren. Aber ich habe gerade überlegt, ob man einen Buffer-Synthesizer baut, der halt eben, wenn Play-Note reinkommt, noch einen Time-Parameter, also der quasi die Play-Note überschreibt, einen Time-Parameter zusätzlich erwartet. Und eigentlich wäre es ein Buffer-Song. Oder das. Ja, aber lass es uns erstmal jetzt so bauen, um mal zu sehen, überhaupt, ob das überhaupt in die richtige Richtung geht, ob das überhaupt nachher das Problem löst. Bei der Stopp ist mir übrigens gerade aufgefallen, da steht noch ein Synthesizer-Stopp drin, was da nicht hingehört. Das stimmt. Ja. So, okay, jetzt lass uns das erstmal runtercoden und dann können wir es ja nochmal aufräumen. Also wir holen uns das Next. Wenn das Next nicht da ist, dann warten wir nochmal 2 Sekunden. Das heißt, wir müssten das vielleicht auch irgendwie in eine Funktion packen. Check Next. Die dann Wait Time als Number bekommt und dann hier innen drin das Timeout definiert, damit man hier sagen kann, check next nach 2000 Sekunden. Und hier machen wir die Wait Time rein. Ja, bei check next müsste noch ein Das ist ein Void. Da passiert erstmal gar nichts. Wir könnten der Wait Time ein Default Value geben. Von 2000. Können wir auch. Weil dann können wir die nämlich einfach unten dann aufrufen, check next, und können da auch einfach sagen, check next. Und dann hat man eine zentrale Stelle, wo man quasi das steuern kann. Ja. Dieses if is nil, brauchen wir dieses is nil wirklich oder reicht dann nicht einfach ein not? Also ein Ausrufezeichen. Ich finde das schöner als Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, Ausrufezeichen überliest man so gerne und ist nil ist so explizit. Okay. Das ist die Positivformulierung. Okay. Ja. Weil wenn ich das hier mache, dann ist es is not next. Mhm. Wenn ich hier positiv formuliere, ist nil, dann ist genau das, was ich nämlich will hier, wenn es null ist, dann, oder wenn es nil ist, also undefined oder null, dann. So, das ist für mich der Unterschied an der Stelle. Ich sehe deinen Punkt, ja. Und bei Head, was ist der aus deiner Sicht der Vorteil gegenüber einfach Priority Queue Index 0? Dass es ein bisschen sprechender ist sozusagen, warum man das macht. Ach so, ja. Oder? Wir könnten auch, gibt's schon Add? Nee, wahrscheinlich noch nicht, oder? Doch. Na doch, what? Na also, Add null. Dann nutzen wir doch das, komm, wenn wir schon die neue API haben. Trotzdem noch die dumme Frage, man könnte doch jetzt auch einfach eckige Klammer 0 schreiben, oder? Ja, das könnte man, aber das ist nicht funktional. So kannst du es chainen und solche Geschichten. Ja, wir können auch sagen, komm. Danke. Gerne. Okay. Und sollen wir das vielleicht Next Action nennen oder so? Und nicht einfach nur Next, weil Next ist so Next what? Ja, ich hätte es vielleicht Next Action. Mhm. So, also, und wenn eine gesetzt ist, dann wollen wir die Internal Time plus gleich dem Next Action.Time, oder? Nee. Wir brauchen zwei Zeiten. Wir müssen. Nimm mal die. Mach mal den Last Timestamp. Sollen wir das in einem Objekt zusammenfassen, dass wir sagen, Internal Time besteht aus Last Timestamp? Brauchen wir wirklich mehrere oder brauchen wir brauchen nur einen, glaube ich. Stimmt.
Also Last Time oder Last Action Time oder sowas? Also wann quasi die letzte Action tatsächlich ausgeführt wurde? Name ist nicht gut, aber den können wir auch noch ändern. Und den Den setzen wir jetzt auf Last Action Time ist gleich. Und das dürfen wir erst machen, wenn die Action gelaufen ist. Du hast recht, nee. Ich hasse sowas. Also der Punkt ist, wir müssen jetzt wäre ein Test super. Wir müssen es initial nach den 2 Sekunden. Wir müssen doch berechnen. Wir müssen doch jetzt berechnen. Also wir haben 2 Actions, eine mit 1 und eine mit 2. Ja. Das heißt, nach den 2 Sekunden wollen wir, dass die mit 1 losgeht und dass dann 1 Sekunde gewartet wird. Genau. Zur nächsten. Was wir machen müssen, meiner Meinung nach, ist, dass wir das separieren, dieses initiale Warten, bis es überhaupt mal losgeht. Ja. Und da drin, dann müssen wir quasi immer gucken, okay, wann ist die letzte gelaufen? Also sobald wir mal eine haben, wann ist die letzte gelaufen, spielen wir die ab und dann die Zeit berechnen bis die nächste. Aber das Ganze muss quasi gerappt sein in einem großen, am Anfang warte so und so viele Sekunden, bis dass sich mal was aufpuffern kann sozusagen. Ich glaube, es geht einfacher. Aber okay. Vielleicht täusche ich mich auch. Wenn ich hier sage, current, ach so, nee, wir haben ja gegebenenfalls die nächste Action noch gar nicht, ne? Mhm. Wobei doch, darauf basiert ja unser Buffering eigentlich. Weil man hätte es jetzt so machen können, dass man halt sagt, current Action und man holt sich die next Action, also man holt sich beide raus, die ersten 2. Die current Action spielt man ab. Also Action, Correction, Current Action, Punkt Action. Und dann macht man, also das macht man da unten dann, und dann macht man Check Next. Eigentlich müsste es heißen Play Next. In der Next Action, Punkt Time, minus Current Action, Punkt Time. Ja, so ungefähr. Und das hätte ich halt nicht mit, also ja, ich hätte es nur nicht mit Current und Next gemacht, weil jetzt basiert das Ganze darauf, dass mindestens 2 da sind. Genau. Ich finde, die Next müsste die Current sein und die Current müsste die Last sein. Und da wir am Anfang keine haben, muss die auf irgendwie undefined stehen oder auf 0 oder sowas. Und das braucht eine Sonderbehandlung quasi. Wenn das noch nicht gesetzt ist und es jetzt aber diese 2 Sekunden um sind, dann spiel einfach ab. Und fang an, was übrigens Das Problem ist, eigentlich basiert ja unser Buffering genau darauf, dass wir mehr als die aktuelle Note haben. Weil was machen wir denn, wenn die nächste noch nicht da ist? Wie lange warten wir denn dann? Wann wissen wir denn dann, wenn wir oder schieben wir quasi die Current Action noch mal oben drauf und haben dann die Hoffnung, dass wenn die gespielt wird, dass dann die nächste da ist? Stimmt, das könnte sein, wenn wir jetzt mit einem Buffer von 2 Sekunden starten, es könnte sein, dass wenn zwischen 2 Noten mehr als 2 Sekunden liegen, dass eine gespielt wurde und dann erstmal nichts da ist. Ja. Und da du ja dann aber nicht weißt, wie dicht, ja doch, wobei du weißt ja dann, dass mindestens für 2 Sekunden nichts kommt. Also wenn du alle 100 Millisekunden prüfst, solltest du ja eigentlich safe sein. Wir verlieren Leute hier mit dem, merkst du das? Ja. Also erstmal, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Ich wäre jetzt gerne pragmatisch. Ich würde jetzt sagen, weil wir jetzt auch nicht mehr ganz so viele Zeit da bin, und man merkt schon, dass ich schwerer habe, mich auszudrücken. Lass es uns mal jetzt einfach bauen und also so jetzt, entweder so oder mit dem Last, das ist mir jetzt egal, eins von beidem. Und kümmern uns dann um dieses Problem, dass es gegebenenfalls das Next oder das Previous nicht gibt. Weil ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass das passiert, wenn man das Buffering groß genug macht. Mhm. Steckt ja irgendwann der ganze Song da drin. Das stimmt. Dass wir uns um diesen Corner Case vielleicht danach kümmern. Mhm. Okay. Weil das Spannende an dem ist halt, dass man im Prinzip die Last Action Time, also das Ding hier gar nicht braucht, sondern das ist ja dann im Prinzip self-contained, oder?
Das Einzige, was man noch machen muss, ist natürlich aus dem Array das erste hier kicken. Mhm, stimmt. Das heißt, wir müssen im Prinzip, ich würde das auch mal ganz gerne umschreiben. Mhm. Man kann das ja eigentlich auch so kam hier gerade schreiben. Print. Next. Und Hans-Christian Braun hat gerade noch einen schönen Einwurf gebracht. Nur bei der letzten Note gibt es keinen weiteren Eintrag in dem Array. Auch das ist natürlich richtig. Genau, also falls if, also dann können wir, das können wir aber recht easy abfangen. Also if ist nil, next, dann mach halt nichts mehr. Christian hat gerade noch geschrieben, wenn der Buffer für das John Cage-Projekt in Halberstadt reicht, gebe ich David recht. Okay, den John Cage-Projekt ist wahrscheinlich ein ziemlich langes Lied, gehe ich jetzt mal. Also ich interpretiere das, ich kenne das auch nicht, aber ich interpretiere, dass es ein sehr, sehr langes Lied ist. Ah, das John Cage-Orgel-Kunstprojekt. Okay. Okay, ja, das klingt nach. Ach Gott. In Halberstadt erklingt seit 20 Jahren das auf insgesamt 639 Jahre Spielzeit angelegte Orgelstück. Ah. Und so weiter. Also, ja, okay. Das können wir gerne buffern. Da brauchen wir ein bisschen RAM, aber es passt schon. Das kriegen wir hin. Kriegen wir auf ABS hin. Ah, und ich hatte gerade noch eine Frage von Uno gesehen, ob das Quokka ist. Nee, ist es nicht, tatsächlich. Also, ich habe zwar Quokka installiert, ich habe es, aber ich glaube, war das bei dir in Discord? Hast du das nicht gesagt? Oder irgendwo habe ich mal neulich Quokka gelesen und dann dachte ich, ah ja, das wollte ich auch mal wieder ausprobieren. Hab mir die Plugin installiert, ich habe es aber nicht ausprobiert. Ich gehe mal davon aus, du meinst hier die Fehlernachrichten, die da hinten dran stehen. Das ist tatsächlich ein anderes Plugin und ich vergesse jedes Mal wieder, wie es heißt. Heißt das Errorlens. Ist ein anderes Plugin, das mir halt einfach die Fehlernachrichten inline anzeigt. Dann muss ich nicht immer mit der Maus dämlich hobern. So, jetzt aber. Also, das heißt, wir müssen jetzt uns erstmal die Next Action Time rausziehen aus der Next.time. Current. Weil die schmeißen wir ja jetzt raus. Ja. Dann müssen wir sagen, wie schmeiße ich denn aus dem Array das erste raus? Du könntest das destructuren auf head und Punkt, 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 rest und dann neu zuweisen auf rest. Das könnten wir machen. Das heißt, die Priority Queue ist dann also wieder so, ne? Mhm. Oder du machst einen Slice. Ach Gott, JavaScript und Array-Funktionen. Das ist ein Thema für sich. Es ist wahrscheinlich im einfachsten Fall einfach Array.slice 1. Ja, genau das ist es. Array.slice 1, fertig. Okay, sonst hätte ich jetzt Lodash-Drop genommen, aber okay. Mhm. Priority Queue.slice 1. Auch wenn Slice, glaube ich, auch mutated. Und dann sagen wir hier, das ist die Current Action Time und das ist dann die Next.time. Bei unserem Glück heute, wahrscheinlich gibt Slice jetzt noch nicht mal das Array zurück, sondern die Anzahl der entfernten Elemente oder irgend so ein Quatsch. Slice gibt das Element zurück. Nein, ein neues Array, welches die extrahierten Elemente enthält. Also genau das, was man nicht haben will. Also ist es einfach nur Array.slice 1 ohne die Zuweisung. Also so. Es gibt so ein paar Sachen in JavaScript, die sind schon echt irgendwie broken. Ja. Und da gehören die ganzen Array-Funktionen dazu. Also genauso wie die Date-API, die ist auch furchtbar. Die Date-API ist noch kaputter. Das ist die kaputteste API, die ich kenne. Aber das ist wirklich so. Aber da tut sich jetzt was. Ja, ne? Temporal ist ziemlich, die ist ordentlich. Ich hatte da erst neulich wieder mit zu tun. Ey. Allein das Dates in JavaScript per Default die aktuelle Timezone draufrechnen, das ist schon so ein Ding. Oh. Ja. Alleine, dass die Monate 0 basiert sind, aber die Tage 1 basiert. Ja. Das ist auch sowas, was so völlig intuitiv ist. Das ist eher, das ist auch mega, ne? Ja, naja. Okay.
Das wird jetzt funktionieren, oder? Out of the box, würde ich sagen. Wenn du es einmal pushst, ich es pulle, weil ich muss es ja dann starten bei mir. Pushen, pullen und so weiter. Wie nennen wir das Ganze denn? Feature, Ads, Buffer, so. Queue. Ja. Ah nee, ja. Wir haben sogar zwei Features. Wir haben Ads, HTTP Synthesizer and a Buffer. Ja, wobei die Buffer Queue ist jetzt Teil davon. Na doch. Oh ja, und Christian hat auch gerade noch angesprochen, Slice versus Splice. Ja, das ist auch einer meiner Favorites. Ja, das kann ist ich so, mir auch nicht merken. Ja. Deswegen nutze ich ständig so Libraries wie Lodash. Weil da ist es irgendwie, da ist ein Sprech. Also ich nutze mal auf Sache Rum da, aber da ist das halt sprechend. Kann man sich das dann auch merken? Slice, was soll denn das sein? Spice. Übrigens ist der Tunnel gerade abgestürzt. Nein! Aber ich starte ihn dann einfach gleich einmal neu. Also ich mache jetzt mal ein Git Pull. Jawohl. Dann muss ich ja mal ein NPM CI laufen lassen, weil du ja irgendwas installiert hast. So ist es. Und während das läuft, starte ich den Tunnel einmal neu und schicke dir schon mal die neue Adresse. Es war gerade die Frage, Slice verändert doch das Original nicht oder nicht? Ah, Mann. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Array.slice1 haben wir jetzt gemacht, ne? Doch. Array.length is equal to 1. Ja, stimmt. Das originale Array wird nicht verändert. Na, siehst du, dann brauchen wir doch Drop. Oder Splice. Was? Splice geht auch? Nee, das war ein Witz. Ah. Drop Array, 1. Das sollte jetzt tun. Und dann ist nämlich New Array, ich meine, das tut auf jeden Fall, ist equal to 1 und er sollte mir das erste getroppt haben. Ja, doch, du. Ja. Es ist schon spät, Moment. Die Slice-Methode schreibt eine flache Kopie von einem Teil des Arrays in ein neues Array-Objekt von Beginn bis End. Also ein Slice 1 und davon der Rückgabewert. Das ist das, was wir brauchen. Sorry, dann habe ich eben Mist erzählt. Doch, einfach die Zuweisung machen, dann passt es mit Slice 1. Sicher? Ja. Entschuldigung. Können wir jetzt hier einfach testen. Also, danke für den Hinweis, Hugo. Und ja, Christian, ja, so steht es in der Doku. Ja, Ja, tatsächlich. Ach, wer Doku lesen kann, ist immer klar im Vorteil, ne? Und den Test lassen wir jetzt natürlich da drin, ne? Den habe ich aus Versehen gerade eh. Also gut, das heißt, wir müssen hier einfach sagen, Priority Queue ist gleich Priority Queue Slice 1, okay? Mhm. Und hier lösche ich dann noch den Test raus. Hast ja recht. Braucht man nicht. Das Beste ist ja jetzt, dass der Test A nicht nur an der falschen Stelle ist, sondern dass er jetzt auch was ganz anderes testet, als wie er heißt. Ja, das war jetzt nur so ein Übergangsding. Ich lösche es doch schon wieder raus. Fix uses. wir sind übrigens auch, Christian hat gerade was angemerkt, daran merkt man, dass man manchmal zu sehr im Tunnel ist. Zur kompletten Verwirrung, Array Shift wäre alles in einem. Erstes Element nehmen und Array verändern. Du hast so recht. Ja, stimmt. Das machen wir jetzt aber nicht. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf Mutations. Es tut mir leid. Ich glaube, ich baue jetzt auch das bisherige Mutation hier mit Push um. Aber, ja. Aber er hat recht. Priority Queue ist gleich. zack, zack, zack. Doch, hier. Zack, 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 zack. Priority. Priority Queue, Komma. Zack, 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 zack. So. Meine blöde, also sie ist nicht ernst gemeint, die Frage, weil wir ja jetzt Actions haben, wir könnten uns Action Creator bauen, die wir nachher in einem Store speichern. Und dispatchen? Lass uns Redux verwenden, ja. Hey, warum nicht? Es ist State. Das stimmt. Eine Anwendung dreimal zu wiederholen. Juhu. Wir haben State, sofort Redux. Okay, der nächste Livestream werden wir 3 Stunden Action Creators schreiben. Sehr gut.
So, jetzt. Jetzt mache ich dann noch die Vorschleife raus, dann haue ich die Klassen weg, mache das Ganze und dann bin ich fertig. So. Jetzt müsst ihr aber theoretisch tun. Ich push das nochmal. Removes Mutability. Wenn wir doch bloß Tests hätten. Ich glaube, ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, wir wären jetzt schon schneller gewesen, weil das Ding hier zu testen, oh Gott. Ich bin gespannt, aber vielleicht klappt es ja auch auf Anhieb. Soll ich immer noch irgendwelche, ja gut, das kannst du jetzt machen. Ach so. Ich darf dann aufräumen, ja, ist klar. Nein, ist. Hast du gepusht? Ja, ist alles gepusht. Okay, dann machen wir einmal ein Git Pull. Ich habe dir die neue Adresse geschickt. Ja, dann baue ich die hier gleich wieder ein. Dann starte ich einmal den Server. Und er läuft. Jetzt kommt der spannende Augenblick. Ich entere. Wahrscheinlich crasht uns jetzt erstmal. Macht es ja wahrscheinlich gleich Sinn, dass wir. Weißt du, was das Traurige ist? What? Das klappt? Ja, weißt du, was das Traurige ist? Was denn? Wofür braucht man denn Tests? Es funktioniert doch auch so. Stimmt. Naja, aber das liegt ja nur an uns, weil wir 10 times Developer sind. Ja, aber das ist so übel, wenn du jetzt gerade so sagst, so, beende mal, bitte. Danke. Das ist so übel, wenn du gerade sagst, so, ja, mit Tests wären wir auf jeden Fall schneller gewesen und so gefühlt alle so, ja, also Tests wären schon echt eine gute Sache und Tests sollte man ja auch schon. Und dann läuft's einfach. Das ist so absurd. Das ist so der schlechteste Vorführeffekt, den du wirklich nicht haben willst. Wirklich, weil der Code ist ja auch grottig. Gut, ich meine, spätestens jetzt beim Refactoring geht eh alles kaputt. Aber leck, es hat geklappt. Ich weiß. Und es lief echt stabil. Ja. Es lief echt stabil. Also ich bin. Das lief richtig stabil sogar. Beeindruckt. Ich bin mega beeindruckt. Holy. Lass es nochmal laufen. Ich bin echt geflasht. Ist es sicher, dass das richtig, also läuft das Richtige? Ich bin mir noch unsicher. Ich habe nicht heimlich das Lokale gestartet. Also es ist tatsächlich der Server, der hier läuft. Oh. Okay, das war der Vorführeffekt, wenn man keinen Test. Ach so, ja, klar, weil der Server, ich habe den nicht neu gestartet. Das heißt, da läuft die Queue weiter und da ist jetzt bla. Ja. Ja, aber das ist komisch, weil eigentlich müsste ja jetzt, siehst du, hätten wir jetzt Tests. Ich starte einfach den Server einmal. Ich bin froh, dass es nicht klappt. Aber eigentlich müsste doch dann spätestens nach 2 Sekunden wieder loslegen. Weil ja hier isNilCheck next dann alle 2 Sekunden wieder. Aber bei dem isNilNext nicht. Ah, wenn es das Next nicht gibt, dann hört er auf. Sollen wir da auch einen Check Next einbauen? Wäre ja wahrscheinlich eine schlaue Idee. Oder halt den Song beenden, ja. Das ist echt so bescheuert, dass das jetzt einfach ging. Oh Gott. Und? Ja. Tada. Also, krass, muss ich ganz ehrlich sagen, also mal abgesehen davon, dass es jetzt einfach läuft, was ich nicht erwartet hätte. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Billo-Ansatz für das Buffering das Problem tatsächlich löst. Hätte ich auch nicht gedacht. Was mich jetzt gerade wundert, warum spielt der Song jetzt gerade nicht weiter? Dann klappt das, glaube ich, hier immer noch nicht. Weil eigentlich müsste doch jetzt der letzte Track geloopt werden. Das heißt, ach so, ich dachte jetzt, du hättest abgebrochen, deswegen hatte ich gerade nichts. Nee, es läuft noch. Kommt bei dir noch was an? Weiß ich nicht, wir hatten das Logging rausgehen. Ach so. Ja, das ist ja schön, wenn du bei dir das Check Next reinschreibst und bei mir der Server läuft. Ach so, ja, okay. Das hilft so krass viel. Das stimmt. Okay. In der Get Synthesis API, da war sie wieder.
Okay, bevor wir es jetzt gerade nochmal neu starten, also ich habe es eingebaut. Ich habe es gepusht, okay, ja. Also es kamen gerade noch ein paar Kommentare auf, die wollte ich ganz kurz eingehen. Genau, also zum einen, Uno hatte gefragt, macht ihr eigentlich öfter so Livestreams? Falls ja, veröffentlicht ihr irgendwo Termine darüber? Ja, wir machen öfter so Livestreams, meistens zu diesem Thema. Also es ist so ein fortlaufendes Projekt, weil das halt doch eine ganze Hausnummer größer ist, als als was man an einem Abend mal eben so machen könnte. Und das machen wir so alle, eigentlich versuchen wir es alle 3 Wochen zu machen. Manchmal sind es auch alle 2 Wochen oder alle 4 Wochen, je nachdem, wie es gerade so terminlich halt passt. Und wir verkünden das, meine Güte. Wir veröffentlichen dazu auch Termine, beziehungsweise wir kündigen das an. Zum einen auf Twitter. Also das heißt, wer uns auf Twitter folgt, der bekommt das entsprechend auf Twitter mit. Das wäre @thenativeweb. Zum zweiten, wir veröffentlichen auf YouTube eigentlich meistens eine Community Card, wo das auch nochmal drin steht. Und wo wir es auch meistens ankündigen, also immer so mit meistens, weil man denkt nicht immer an alles, aber wo wir es auch meistens ankündigen, ist auf unserem Discord-Server. Und an der Stelle vielleicht einfach auch der Hinweis, wir haben einen Discord-Server, also für die von euch, die noch nicht auf dem Discord drauf sind, das ist der Link, der kommt auch gleich nochmal im Chat. Und da könnt ihr auch natürlich gerne untereinander oder auch mit uns diskutieren. Und da kündigen wir sowas halt auch an. Also von daher, das sind so die Wege, wie man das Ganze am besten mitbekommt. Christian hat gerade noch geschrieben, 2 Stunden drüber reden und nachdenken, ersetzen 30 Minuten Tests schreiben, Respekt. Ja. Das erinnert mich an diesen schönen Satz, 5 Minuten Dummstellen erspart manchmal 1 Stunde Arbeit. Das ist allerdings in die andere Richtung gemeint, glaube ich. Und, 2 Stunden Dummstellen erspart 30 Minuten Arbeit. Das hat das auch. Und Julian hat gesagt, so, und jetzt das Ganze nochmal in TDD. Das war spannend. Das ist tatsächlich nicht so verkehrt, der Vorschlag. Also das werden wir nicht heute Abend noch machen, dafür ist es jetzt zu spät. Aber also so die Frage mit, warum entwickelt ihr das Ganze nicht in TDD? Also die kam in der Vergangenheit auch schon das ein oder andere Mal. Ja. Und ich habe heute irgendwann ziemlich gegen Anfang des Livestreams gesagt, wenn man mal die Zeit zusammenrechnet, die wir bis jetzt in das Projekt gesteckt haben, dann sind das so 3 Arbeitstage plus minus. Halt über Monate gestreckt, weil wir immer nur im Livestream was dran machen. Aber unterm Strich so plus minus 3 Tage. Und wir sind eigentlich immer noch so ein bisschen so an der Findung, wie wollen wir denn gewisse Dinge machen, wie wollen wir es quasi shapen. Und das ist, finde ich, immer so ganz wichtig, dass man das halt erstmal macht, um ein Gefühl für die Sache zu bekommen, bevor man dann es mit TDD quasi einmal richtig baut oder halt es dann mit Tests halt ausstattet. Weil Tests, also um das einmal auch ganz deutlich gesagt zu haben, Tests sind eine mega wichtige Sache. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, Software zu entwickeln, ohne ausführliche und viele Tests zu schreiben. Ja. Das Einzige, wo ich Tests unglaublich lästig finde, ist, wenn ich noch überhaupt nicht so richtig weiß, wo ich eigentlich hin will. Das heißt, ich bin ein sehr großer Fan davon, das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, ich bin ein sehr großer Fan davon, erstmal einen Wurf ohne Tests zu machen, um quasi mal ein Gefühl für die Sache zu bekommen, so als Proof of Concept oder als Durchstich oder wie auch immer du das nennen willst, wo es mehr darauf ankommt, wie ich gerade sagte, ein Gefühl für die Sache zu bekommen, Problemfälle zu erkennen, die du vorher nicht bedacht hast, zu lernen, Erfahrung zu sammeln. Und entweder das dann wegzuschmeißen und es dann mit Tests neu zu machen oder das dann halt mit Tests nach und nach so umzubauen, dass es halt wirklich vernünftig, quasi auf vernünftigen Füßen nachher steht. Und im Grunde genommen sind wir in diesem Projekt immer noch bei diesem, wir versuchen mal irgendwie uns ein Bild davon zu machen, was wir eigentlich alles machen wollen. Und weil sich am Anfang natürlich niemand also die Idee ist entstanden halt so, hey, es wäre irgendwie cool, die Synthesizer über Node ansteuern zu können. Das war unser Ausgangspunkt. Es ist niemand hingegangen, hat sich überlegt, so und so sollte das Produktdesign aussehen und die Features wollen wir alle haben. Und deswegen ist das halt gerade alles noch so die Explorationsphase, sag ich mal. Aber das mit den Tests sollte definitiv auch irgendwann noch kommen. Und das, wie wir hier gerade arbeiten,
Und das ist im Grunde genommen so halb repräsentativ dafür, wie wir sonst arbeiten, weil wir nämlich dieses Skribbeln, Rumprobieren, mal einen Durchstich machen, erstmal irgendwie hinschreiben, ans Laufen kriegen, dann aufräumen. Das ist schon eine Vorgehensweise, die wir an den Tag legen. Nur das zieht sich natürlich sonst nicht über so einen ewig langen Zeitraum, sondern da kommt man viel, viel schneller an den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt haben wir auch einen klar umrissenen Bereich sozusagen. Jetzt lass uns den nochmal in vernünftig bauen. Also das insofern, ja, also das war mir einfach ein Anliegen, das quasi nochmal gesagt zu haben. Ja. Jo. Jo. Punkt. Du hast gerade gesagt, du hast es gepusht. Das heißt, ich mache meine Änderung hier. Ich habe gerade mal ganz kurz, während du geredet hast, hier das Ding Action Queue genannt, weil ich das irgendwie sprechender fand und den Type auch mal raus. Das ist richtig, ja. Das habe ich aber noch nicht gepusht. Also das ist bei dir noch nicht da. Aber das mit dem Check Next. Ja. Sollte jetzt theoretisch gehen. Soll ich es nochmal ausführen? Gerne, dann lass mich ganz kurz den Server nochmal starten. Der Tunnel ist noch da? Der Tunnel ist noch da. Mhm. Läuft deutlich besser, ne, als ngrok, so unterm Strich. Nur bisher. Akzeptiert halt auf jeden Fall mehr Requests, bevor er den Laden nicht macht. Feuer frei. Let's go. Ich bin gespannt. Jetzt der letzte Test ist, wenn ich jetzt beende, okay, müsste jetzt bei dir auch, ja. Ist auch Ende. Und wenn du jetzt nochmal startest, ich habe den Server jetzt ja nicht neu gestartet. Da stimmt irgendwas noch nicht. Nee, das geht noch nicht. Doch. Okay, das ist gedauert. Krass, ich hab schon beendet. Der Grund ist, dass er am Anfang, wenn du den Song startest, nochmal ein Stopp ausgeführt wird, was ja auch wieder eine ganze Zeit braucht. Ach so, das heißt, er hat jetzt den gesamten Song gebuffert. Und darauf wartet er dann erstmal 2 Sekunden lang, bis er das ausführt. Ja. Du wartest aber bei dem Stopp darauf, dass das zurückkommt. Ja. Was dann ja 2 Sekunden da, und dann schickst du das nächste, was dann aber erst nach 2 Sekunden wieder, und dadurch kommt am Anfang jetzt so eine 4-5 Sekunden Pause zustande. Verstehe. Also so würde ich mir das gerade erklären. Das ist sicherlich, das kann man sicherlich noch optimieren. Aber ich finde es immer noch krass, dass das einfach so funktioniert. Dass diese Nummer hier, ne, mit Asynchronität und Zeitberechnung und Mutation und vorne ist nil und hinten und azyklomatischer Komplexität, wir schreiben es runter und es funktioniert, das lässt mich irgendwie, das lässt mich noch nicht locker. Das also normalerweise gerade bei so Set-Timeout-Geschichten, ja. Ja. Ich würde gerne eine Sache mal gerade noch ausprobieren. Ich würde gerne mal gucken, wie weit man mit dem Buffering runtergehen kann. Das hatte ich vorher auch. Bis es anfängt zu holpern. Also, weil 2000 ist ja jetzt verdammt viel. Ich gehe mal auf 200. Na gut. Und ich wollte schon ein bisschen extremer werden. Wie viel wärst du gegangen? Ich wäre auf 100, aber lassen Sie mal 200 fahren. Ja. Okay, also Server läuft. Puh. Was war das? Okay, da hat irgendwas nicht so ganz gepasst. Ich fand's cool. Aber es hat zwischendurch kurz geholpert. Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, aber okay. Eine Note, also vielleicht lag es jetzt auch an der Audioverzögerungsstream, weiß ich nicht, aber eine Note, meine ich, war wirklich ein bisschen off. Wie kam es denn jetzt dazu? Ach, wahrscheinlich, weil er irgendwie hier durcheinander gekommen ist. Das ist KI-gestütztes Musizieren.
Weißt du, was wahrscheinlich tatsächlich passiert ist? Dass Current hier immer noch gesetzt war, er dementsprechend Action ausgeführt hat, Next aber nicht mehr und deswegen nach 2 Sekunden hier wieder, also das, hat er die Sache nie rausgenommen. Das heißt, eigentlich müssen wir... Das müsste weiter oben passieren. Das müsste vor dem Check Next passieren, dass man es rausschmeißt. Ich hätte eine blöde Frage. Ja. Also ich weiß nicht, wie ich da jetzt gerade drauf komme. Es kommt mir gerade so in den Sinn geschossen. Man könnte die Shift-Funktion verwenden, die macht nämlich alles auf einmal. Die Shift-Funktion? Array-Shift. Das wäre alles in einem. Also das erste Element nehmen und das Array verändern. Dann ist das nämlich in dem Moment, wo du es quasi liest, ist es draußen. Dann kann man sich das Slice auch sparen. Wie? Ich habe noch nicht ganz... Weil wir ziehen also, ja hier das Current und Next. Okay, eigentlich reicht uns ja hier das Next, aber okay. Und Christian, guck mal. Christian sagt gerade, das ist aber eine gute Idee, Golo. Ach so, dass wir uns hier nur Current rausziehen und dann Current Action ausführen und die Current Action Time uns speichern und dann sagen, Next ist... Nee. Entschuldigung. Oben, schon da, wo du Current rausholst, da schon Shift aufrufen. Also, um das noch zu sagen, das war ja die Idee von Christian. Ich will mich ja jetzt hier nicht mit fremden Federn schmücken. Und so. Genau, da kriegst du jetzt quasi, das wäre jetzt quasi Current. Wenn nichts drin ist, dann gibt Shift, hoppla, ich guck mal gerade. Note, wenn wir ein leeres Array haben und darauf Shift aufrufen, kriegst du undefined zurück. Wenn du ein Array hast, wo Elemente drin sind, und dann kriegst du bei Shift das erste Element zurück. Aber das wird gleichzeitig auch entfernt. Vorschlagsweise. Okay. Das heißt, für wir das kümmern uns Geräusper. Erst um die Current und dann zur Berechnung von Next machen wir das so. Ja, ganz genau. Ja, ist ein bisschen schöner. Geb ich offen und ehrlich zu. Auch wenn mir die Mutation hier nicht schmeckt, aber okay. Heißt, dann mach doch mal die Wait-Time ein bisschen höher, weil du meintest ja, es hätte auch ein bisschen geholpert. Nee, lass uns das ruhig nochmal hier. Es tut ja jetzt oder es tut nicht, das sehen wir jetzt. Okay, dann push nochmal, dann pull ich nochmal und dann ach so. Testen wir nochmal. Ja. Job Refactors Method to use Shift. Ja, oh, und Christian sagt gerade, das Slice muss noch raus, oder? Wenn das noch drin ist, dann ja. Ja, oh Gott. Danke, gut aufgepasst. Ja, merci. Das wäre uns jetzt um die Ohren geflogen. Job, nee, fix ist das. Fix removes unnecessary slice. Und das ist damit auch gepusht. Jupp, ist oben. Okay, dann mache ich einmal ein Git Pull. Und dann starte ich einmal den Server und der Server läuft. Ja. Na dann, Mats ab. Ich bin gespannt. Jetzt wird er heute. Das klingt gut. Ich bin gespannt, ob das jetzt an dem Timeout lag. Oder ich mache den Timeout mal auf 500 Millisekunden gerade hoch, starte den Server nochmal. Ich glaube eher, dass er hier durcheinander kommt jetzt. Aber wir haben es kaputt gefixt. Server läuft. Also 500 scheint gut. Ich habe jetzt den Server gerade beendet. Ja, ich habe auch beendet. Dann ja. Ein letztes Mal. Ich würde es gerne noch mal gerade mit 250 testen. Wollte ja wahrscheinlich hinhauen. Ach so, du machst das ja die ganze Zeit. Ja, okay. Genau. Ja, okay. Ach, witzig, weil wir keine Fehlerbehandlung haben, kam jetzt gerade noch mal ein Ton, als ich den Server dann wieder gestartet habe. Ah, spannend. Okay, ich starte noch mal. Okay.
Cool. Hat sich jetzt für meine für mein Empfinden flüssig angehört. Also ich habe jetzt auch keinen Fehler, keine Holperer entdeckt an der Stelle. Also das heißt, ich pushe das Ganze mit den 250 Millisekunden. Auch wenn ich die 100 auch nicht schlecht fand. 50 MS. Das war mehr so Kafka-esk oder wie, nee, Dadaismus-mäßig. Das ist so ganz verschwollte Musik. Ja, das stimmt. Ja. Ja, cool. Mega cool. Also das hätte ich nicht gedacht, dass wir das Buffering heute Abend fertig bekommen. Ich auch nicht. Jetzt haben wir zwei, im Wesentlichen haben wir jetzt zwei offene, naja gut, wir haben mehr als zwei offene Bausteine. Wir haben zwei Punkte, die man dringend angehen sollte. Ja. Das eine ist, diesen Buffering-Algorithmus irgendwie mal nochmal vernünftig bauen. Ja. Das zweite, wir haben ja diese Song-Klasse, die noch so, in die man lieber nicht reingucken will. Die sieht auch noch ein bisschen gruselig aus. Das heißt, die sollten wir auch mal noch aufräumen. Und das ist wahrscheinlich das, was wir beim nächsten Mal machen werden. Also eins von beidem. Ich schreibe doch jetzt die Leute nicht, dass wir schon wieder refactoren. Was ich aber mega cool fand, muss ich auch mal dazu sagen, ich weiß nicht mehr, wo es war und ich weiß auch nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand hat die Tage geschrieben, das hast du mir, glaube ich, sogar erzählt, oder du hast mich darauf aufmerksam, irgendjemand hatte geschrieben, dass er darauf aufmerksam geworden wäre und das irgendwie quasi so am Stück gebinge-watched hätte. Ja, ja. Und dass das halt spannend gewesen wäre, zu sehen, wie sich das so entwickelt. Und das fand ich auch total schönes Feedback. Und irgendwie war noch der schöne Vergleich drin, dass das besser ist als jede Netflix-Serie. Das fand ich sehr nett. Doch monetarisieren dann. Also wenn es besser ist als eine Netflix-Serie, dann Netflix Original. David Golo kreieren einen Song. Gegen Golos Kröte. Bier. Okay, hat einen Augenblick gedauert, bis ich es gecheckt habe. Ja, so in der Art werde ich das auch gleich lösen, das Problem. Das ist, wie gesagt, irgendwie ein bisschen, ich habe es ein bisschen auf dem Hals gerade. Also, wie gesagt, tut mir leid für das ständige Räuspern. Genau, also von daher, das fand ich mega nettes Feedback. Und ich glaube, dass auch wenn vielleicht nicht immer so Fortschritt gemacht wird im Sinne von, oh, es ist wieder ein neues Feature drin oder so, dass gerade aber auch diese Refactoring-Parts durchaus was sind, wo man eine Menge so draus ziehen kann. Also ich selber, mir geht es zumindest so, dass man halt an solchen Dingen wächst man und an solchen Dingen lernt man. Und das Interessante finde ich ist immer, dass wenn du was refactored hast, es sich nachher auch einfach besser anfühlt als vorher, was dir sehr viel bewusster macht, wo eigentlich die Unschönheiten gelegen haben, beziehungsweise das Gefühl, irgendwo ist was unschön, zeigt meistens schon, oder deutet meistens schon sehr stark darauf hin, dass irgendwo halt auch der Code nicht besonders gelungen ist. Ja. Und Hugo hat gerade noch geschrieben, Refactoring Session, freue mich schon drauf, aber bitte mit WebStorm. Ja. Gibt bestimmt ein WebStorm-Plugin für Visual Studio Code. Das kannst du dann ja gerne installieren. Ich dachte, Visual Studio Code ist so teuer, muss es doch ein WebStorm-Plugin für geben. Bestimmt, es gibt bestimmt auch ein Atom-Plugin für Visual Studio Code. Das könntest du verwenden, dann wäre die Transition nicht so schwer für dich, weißt du. Ja. Nee, Christian hat gerade noch WebStorm ist schon könnte man tatsächlich, aber ich glaube, dann sind wir 4 Stunden damit beschäftigt, rumzukrächzen, weil WebStorm ist super, aber ich habe es verlernt. Ja, nein, also Spaß beiseite. Also da hat ja am Ende des Tages auch irgendwie jeder so seine persönliche Präferenz. Und also es ist ja auch völlig okay mit WebStorm oder mit Visual Studio Code oder mit IntelliJ oder mit Atom oder mit Notepad zu arbeiten. Nimm halt das, es ist am Ende des Tages nur ein Werkzeug. Und Christian hat gerade noch geschrieben, bei den Refactoring-Steps habe ich bis jetzt am besten gelernt, wie TypeScript vernünftig aussehen kann. Freut mich. Also das ist schön. Also das finde ich auch total cool gerade, dass ihr so als Feedback gebt, so diese Refactoring-Sessions, die sind spannend, die sind interessant, weil für uns ist es manchmal so ein bisschen, wo man sich dann so denkt, so ja, ist das jetzt wirklich so interessant für so die Leute, die uns zugucken, bei einem Refactoring zuzuschauen. Das wirkt manchmal auf uns selber so ein bisschen dröge, wo vielleicht der Unterhaltungsfaktor nicht ganz so hoch ist.
Aber von daher ist es natürlich cool, wenn ihr an sowas Interesse habt und wenn ihr an sowas Spaß habt. Vielleicht und einfach, weil wir hier als Zielgruppe auch Entwicklerinnen und Entwickler haben. Und also normalerweise Refactoring ist ja nichts, was in dem Sinne ein Feature schafft oder sowas. Und vielleicht gehen wir mit der Denke schon rein, dass Refactoring irgendwie langweilig ist. Und das, ja. Also DigiDev hat gerade noch geschrieben, wow, wollte ich gerade sagen, wieder viel gelernt, nice. Und mehr davon. Also das ist auch cool. Ja, und okay, also ja, okay. Michael hat Refactoren, ja. Ja. Ist ja. Lasst okay. uns mit neuen Features in Ruhe, lasst uns lieber. Jawohl. Genau. Nein, also gut. War mir ein Fest. Vielen Dank für den Stream und auch Cree7. Ja, also und ja, also Julian war nice, danke für den Stream. Kann ich nur zurückgeben. Also es hat mega Spaß gemacht heute wieder. Ja. Und also ja, ich denke mal, wir werden uns jetzt noch eine halbe Stunde unseren Track in endlos Loop anhören über Fall. Remote. Und ah, okay. Ach so, Creighton, das 7 ist Leadspeak quasi für einen Tee. Alles klar. Und das ist lange her. Ja. Okay, also von daher war sehr, sehr schön. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, denkt daran, nächster Stream leider erst in 4 Wochen, weil das aufgrund verschiedener geschäftlicher und privater Termine, a.k.a. 7 Millionen Geburtstage, nicht anders zu machen war, ist am 1. Dezember, der 1. Dezember ist, if I remember correctly, ist ein Mittwoch wieder, ne? Ja. Also 1. Dezember, wie gesagt, folgt uns auf Twitter, @thenativeweb, beziehungsweise @David_Losert, beziehungsweise @GoloRoden. Das sind unsere beiden persönlichen Accounts. Also da kriegt ihr das auf jeden Fall mit. Guckt euch unseren YouTube-Kanal an, falls ihr es nicht ohnehin schon macht. Achtet da auf die Community-Cards, da kriegt ihr es auch mit. Kommt in unseren Discord, da kriegt ihr das mit. Und wie immer nochmal der Hinweis, der Code von dem, was wir da alles machen, auch wenn es im Moment so wirklich nur mit den konkreten Roland-Synthesizern funktioniert. Aber auch das ist eine Frage der Zeit, wenn ihr einfach da nochmal in den Code gucken wollt. Es ist als Open Source auf GitHub unter thenativeweb/Aira. Jo, und damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Das hat super viel Spaß gemacht. Auf jeden. Ich muss auch eine Sache noch loswerden. Ich fand's krass. Heute war es richtig interaktiv. Also es war jede Menge im Chat los. Hat richtig Spaß gemacht. Also danke auch an euch. Das war super. Ja. Das macht dann immer doppelt so viel Spaß, wenn man das nicht für sich selber nur macht, so hier irgendwie, sondern wenn viel los ist. Das freut mich. Was ich übrigens total schön fände, also da sind wir leider weit von entfernt noch irgendwie, so aufgrund der ganzen Gesamtsituation aktuell, aber was ich mega cool fände, wäre irgendwann einmal, wenn es die Lage zulässt, auch mal so eine Art Community-Treffen oder sowas, weil ich finde das so lustig, dass es halt Leute gibt, die du kennst, mit denen du virtuell über Wochen, Monate, inzwischen kann man teilweise schon sagen Jahre, zu tun hast und wo du das Gefühl hast, die kennst du irgendwie voll gut. Du hast dich aber noch nie live gesehen, du hast noch nie irgendwie mal persönlich, also du hast keine Ahnung, wie die andere Person aussieht, du hast noch nie ein persönliches Wort mal miteinander gewechselt, du kennst die Stimme nicht, also ihr unsere schon, aber wir ja eure nicht. Und sowas fände ich auch mal sehr, sehr cool, aber dafür muss halt insgesamt, also es ist vielleicht jetzt gerade die falsche Jahreszeit für sowas. Und schauen wir mal, vielleicht ist irgendwann sowas ja mal möglich, wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Oder wir treffen uns auf der Mayday. Genau, wo oder wir bei Rock am Ring, genau. Genau. Das sieht ihr dann. Wir haben uns genannt Goda oder Dago. Irgend sowas. Dago Band. Dago. Wir brauchen noch jemanden. Dagobert Duck. Das auch, ja. Nee, ich wollte gerade sagen, wir brauchen jemanden, dessen Name oder deren Name mit BA anfängt. Könnten wir uns Dagobah System nennen. Das wäre richtig cool. Also, ihr da draußen, wenn jemand mit BA anfängt. Was ist ein BA für ein Name? Beate. Beate, ja, könnte man machen. Ja, mit Baba. Baba Brain. Beat fällt, aber es ist ja auch mit EA, also ist ja in der Schweiz ein relativ verbreiteter Name, Beat. Aber mit BA direkt, Bartholomäus. Bartholomäus. Zum Beispiel. Ja, also Bartholomäus, falls du das hörst, wir brauchen dich für unsere Band. Genau. Alles klar. Ja, dann in dem Sinne, wie gesagt,
Der wäre auch gut. Und ich glaube, Bart steht für Bartholomäus, aber okay. The Land, ja, genau. The okay, wie dem auch sei, also ja. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat mega Spaß gemacht. Wir sehen uns am 1. Dezember wieder. Super. Ansonsten, falls ihr vielleicht noch ganz, ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, falls ihr Interesse an Themen wie Kryptographie habt, an Themen wie künstliche Intelligenz, so generell Programmierkonzepte, objektorientierte Programmierung, funktionale Programmierung, solche Sachen, wir machen wieder eine Runde Tech-Lounge-Webinare, nämlich diesmal die Winter Edition. Link findet ihr im Chat, da könnt ihr ja auch nochmal reinschauen. Oder vielleicht kennt ihr jemanden, die oder der Interesse dran hat. Und genau, ansonsten zum letzten Mal, dann sehen wir uns am 1. Dezember wieder um 18 Uhr. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und dann passt gut auf euch auf, bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.